Okay, da oben behauptet es wieder, wir wären live. Ich lasse mich jetzt mal gleich bei YouTube selbst überraschen. Ja, einen wunderschönen guten Abend, so John Sinclair, wieder mal beim Herold-Zyklus. Oder wie wir es nennen, die unendliche Geschichte. Inzwischen ist es Teil 11. Ich warte jetzt eigentlich darauf, dass YouTube reagiert, was es nicht tut. Aber komm, ich will mich hören, damit Bero anfangen kann. Damit wir fertig werden. Ich höre mich, das reicht mir schon. In dem Fall muss ich einmal hier wechseln. So, wunderbar. Dann, Bero, ich habe dich festgestellt. Erzähl was. Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, wann immer ihr diesen Stream seht, ob live oder später mal. Ja, willkommen bei Teil 11 bzw. Teil 2 von der Blutmond. Ich möchte gerne mal meine Charaktere kurz vorstellen, meine Mitspieler. Fangen wir an bei den Ladies und zwar bei Lady Barbara Woodsworth. Wunderschönen guten Abend. Dann Rebecca Fitzgerald, aka Moin. Kali. Dann Angus McGregor, aka Cartman. Wait. Und last but not least, unser Reverend Frederick Fitzpatrick, aka Max Monster. Ich hasse mein Leben. So, es gibt Freiwillige, die den letzten Stream rekapitulieren wollen. Mögen Sie doch erzählen, Lady Woodsworth. Selbstverständlich. Großer, blinder, alter, wie du so schön drin stehen hast. Das letzte Mal, ja, unser wunderbare Schotte hat uns Weihnachten eingeladen auf sein Schloss. Und ja, wir sind schön untergebracht worden. Wir haben eine wunderschöne Bescherung gefeiert, sind ins Bett gegangen. Und jetzt waren wir gerade dabei, zum Frühstück zu gehen. Wir können also weitermachen. So. Hat einer was dagegen einzuwenden von den anderen dreien? Nö. Antrag unterstützt. Nein, überhaupt nicht. Antrag angenommen. Nein, Ja, passt. schön wär's. Unser lieber Meister hat uns in Schwierigkeiten gebracht und nicht unsere Mitspieler, wie mir eben noch gesagt wurde, ja, ich war schuld. Nein, unser Meister ist schuld. Er hat uns, einen ist gut, hat uns eine Horde Werwölfe auf den Hals gehetzt. Wir sind auch noch so blöd und sind ihm gefolgt, Gott sei Dank angezogen. Und befinden uns jetzt momentan, soweit ich das im Kopf habe, ja, der Meister hat immer Schuld. Es ist Natürlich so. hat der Meister immer Schuld. Geht uns allen nicht anders. Nein, und ja, der hat uns eine Horde Werwölfe auf den Hals gehetzt. Wir haben auch zwei getötet. Drei. Nein, zwei. Eins? Drei. Der Waren es vierte doch hat überlebt. Also. Der vierte hat überlebt, ist mit irgendeiner ominösen Person verschwunden. Wir hinterher in den Steinkreis und wir sind in der Parallelwelt. Wir haben irgendwie eine Zeitreise oder sowas gemacht. Und das Problem ist, ich und mein Charakter, weil er hat das Wissen auch, wir wissen, wir müssen da ganz schnell wieder weg. Diese Nacht noch, weil sonst war's das. Erstmal. Genau, erstmal. Für die nächsten 4 Wochen. Nee, Blutmond ist ein bisschen weniger. Also ist ein bisschen mehr Zeit, die wir brauchen. Noch schlimmer. Wir werden das auf jeden Fall dieses Mal noch schaffen, wenn unser lieber Schotte sich nicht in Schwierigkeiten bringt, auch der werte Priester seine Klappe hält und wir zwei Damen können uns sowieso. Gesamtrose. Stimmt's, Tali? Natürlich. Wir sind die Unschuld in Person. Ist Eure heiligen selbstverständlich. Scheine bröckeln und rosten, das ist schlimm, ey. Das sagt derjenige, der sagt, ich hasse mein Leben. Ich bin wenigstens ehrlich. Du hast dein Leben immer. Was hat Rebecca bitte schön Ja. angestellt bisher? Oder Barbara, wir sind total nett zu dir. Was habt ihr auch Ja. gerissen? Was habt ihr auch gerissen bisher? Sehr übel, ey. Wer war das nochmal mit den Querschlägern und wer hat getroffen? Es war einfach nur effektiv und schön. Ja, aber wer hat nochmal getroffen und wer nicht? Du hast doch den höheren Schießen-Skill. Und außerdem warst du nüchtern. Eben. Voll der Fehler. Man kann die drei nicht miteinander quatschen lassen. Meister, tu bitte irgendwas, sonst werde ich Okay, dich in den Rückenwall schlagen. okay, okay. Also, ihr seid tatsächlich durch einen Steinkreis, ja, sag ich mal, wieder am selben Ort gelandet.
Aber ob es dieselbe Zeit war? War es nicht. Ja, da war ja noch eine, so eine Kleinigkeit, als ihr so gerade wieder am zu euch kommen wart. Ja, gefangen genommen worden. Und da lauter Häschen. Ja, so ganz süße, kleine, flauschige, weiße Häschen mit roten Augen. Albino-Häschen. Und dazwischen eine Katze, ein ganz süßes Babykätzchen. Du meinst die Schwarze, ne? Hm. Genau, die wollten wir mit in unsere Zeit zurücknehmen. Da waren wir stehen geblieben. Genau, genau da. Fast nicht ganz, nicht ganz. Ihr hattet Fackelschein, gesehen. Ich nehme jetzt wieder die Romantik, ich weiß. Ihr hattet Fackelschein gesehen und... Sind wir nicht schon gefangen genommen worden? Es kamen Menschen, ja, Moment, lass mich doch erzählen. Mhm. Es kamen Menschen auf euch zu und die hatten seltsame Gewandungen an. So ähnliche wie die von Angus, nur in anderer Farbe. Das verbitte ich mir! Ja, das Outfit sah ähnlich aus, nur die Farben waren anders. Ich glaube, die waren grün und blau. Die sind mir gleich. Auf jeden Fall konnte sie Angus dann direkt als die Farben des kleinen Campbell entdecken, die ihn dann doch auch glatt als MacGregor identifiziert haben und dann auch die Helden aufgefordert hatten, die Waffen hatte er ja weggesteckt, bis auf Angus, der hatte den Dolch noch in der Hand. Und er wurde aufgefordert, die Waffe fallen zu lassen. Und es wurde ein gewisser Jamie gerufen, der auch ein Kilt trug, allerdings in den Farben des Clan Grant. Und der wurde doch beauftragt, Seile zu holen. Ich bin immer noch für die Frühstückversion. Ich auch. Ja, ich auch. Ja. Eindeutig besser. Es war auch so, dass ihr umzingelt wart, also von einer doch etwas größeren Anzahl an Menschen. Das sind die Diener vom Frühstück. Genau, die Diener des Frühstücks. Die euch, sage ich mal, mit Waffen bedroht haben, mit altertypischen Schusswaffen. Ihr würdet sagen, so grob 250, 300 Jahre alt. Dann, mit Schwertern. Ihr habt euch entschlossen, dann, denke ich mal, eher nicht den Helden zu spielen. Angus, dein Dolch, hast du fallen gelassen oder übergeben? Soweit ich weiß, hatte ich den noch nicht mal in der Hand. Der steckte noch in meinem Gürtel drin. Okay. Soweit ich mich da erinnere. Ich gucke jetzt nicht noch mal rein, aber gut, ich glaube auch. Ist auch egal. Also wenn dann tritt jemand auf dich zu und ja, der wird ja sichtbar getragen und zieht ihn raus. Und wenn er in Reichweite kommt, kriegt er eine Kopfnuss. Nein! Oh! Bitte, nein, bitte nicht, Cartman. Doch. Du gibst ihm eine Kopfnuss. Mhm. Dann würfel doch mal auf Körper. Nur Körper? Ja. Mein Charakter hält das für absolut keine gute Idee. Also ein relativ großer, stämmiger, dunkelhaariger und nach Schiff aussehender Typ. Das war von Charakterplay die Rede, nicht von Prügelei. Das ist Charakterplay bei Angus. Also, wie viel hast du? 3. Okay, du gibst ihm eine mit. Er taumelt zurück, landet im Schnee. Und in dem Moment tritt von hinten jemand auf dich zu. Das kriegst du gar nicht mehr mit und haut dir den Knauf seines Schwertes in den Nacken und du sackst bewusstlos zusammen. Ich umklammer einfach nur meinen Rucksack und bin einfach nur völlig überfordert mit der kompletten Situation. Er kippt um bei dem Dickschädel bei dem Schottischen? Wow. Kannst du ihm später noch nachtragen? Jetzt bitte nicht. Mit der Methode wurden damals Ochsen betäubt. Ja, okay, dann ist klar. Also der Typ ist am Fluchen, es kommt ein bisschen Hektik in die Geschichte. Die Leute werden aggressiver, richten auch die Waffen noch enger auf euch, also kommen einen Schritt näher, dass ihr nicht die Anstalt macht, irgendwas Dummes zu tun. Der Nächste, der was tut, könnte ein Schwertintus haben oder eine Kugel im Schädel. Der Typ steht fluchend wieder auf und steht auf und kickt noch mit dem Fuß voll einer in die Seite. Das hast du nicht umsonst gemacht, MacGregor. Kriegt er eh nicht mit. Ja, aber da tritt ihm schon böse einen in die Rippen rein.
Also er kriegt es zwar nicht mit, aber wenn er aufwacht, wird er es merken. Träume dürfen Und dafür wieder heilen, Tali. dann fesselt sie. Und ja, kommt Bewegung in die Geschichte. Ihr werdet relativ rüde gepackt. Die Hände auf dem Rücken gebunden. Und ja, der Engelsdolch wird noch aufgesammelt. Ihr werdet noch durchsucht. Hört die auf Gälisch reden. Mein Frederik könnte es noch so halb verstehen, auch wenn der Dialekt ein bisschen. Nord ihre, vergiss es. Ja, okay, gut. Neulich hast du noch behauptet, du verstehst sie. Das war der Kamalengo. Okay. Der hat die anderen in dem Zwischenabenteuer hatte das Gälisch verstanden. Ja, gut, ich dachte du, okay, also gut, dann verstehst du nichts, dann Nein. kriegst du halt, kriegt ihr halt mit, wie die auf einer Sprache reden, die halt euch zwar irgendwie bekannt vorkommt, aber trotzdem so fremd ist wieder bei euch. Und Rebecca hält komplett die Klappe. ihr kriegt halt mit, wie Aro sagt Befehle auch auf nichts. Gälisch gebrüllt werden, wenn es denn Gälisch ist, also bei euch ist es halt eine seltsame Sprache. Alles, was man nicht Und versteht, ist schrottig. So. ja, auf einmal kommt dann wieder Bewegung, also ihr kriegt irgendwie, also ihr steht da, wurde dann jetzt gerade gefesselt, als auf einmal welche aus dem Wald rauskommen und wild gestikulierend und dann also zwei dieser Herrschaften, einer dunkelhaarig, einer braunhaarig, mit denen reden und die halt ankommen, einerseits mit einer Frau, die Schlafklamotten an hat. Ihr könnt mal so auf, was könnte ich Müssen wir da sagen? ernsthaft drauf würfeln, Vero? Nö, also ihr könnt sie so Danke. notdürftig identifizieren, als dass das die Frau sein könnte, die entführt worden ist. Allerdings ist die Kleidung ein bisschen blutig. Aber jetzt nicht so, dass ihr der Kopf fällt. Also, wie ihr mitkriegt, scheint sie auch noch zu leben, also aber halt bewusstlos zu sein. Der Vergleich Und ist so toll. also, wie gesagt, so ein bisschen blutverschmierte Kleidung, aber jetzt nicht so, dass sie jetzt literweise Blut verloren hätte. Und was ihr dann noch mitkriegt, ist, wie eine Person aus dem Wald geschleift wird. So zwei Personen tragen die. Und jetzt muss ich kurz mein Dings kriegen. Und zwar sieht die so aus. Allerdings ohne Sonnenbrille, die da so schlaff in den Armen hängt. Du hast eben gesagt, mach das verdammte Bild weg. Ja, Morpheus ist gefangen, das ist doof. Ja, die Schweine. So, ist es wieder weg. Gut. Also so sieht er aus. Ihr würdet sagen, orientalisch, also Orient oder Afrika, so dunkelhäutig. Rebecca denkt sich nur, ich hab die Schnauze voll vom Orient und den Mumien. Und ihr also, dann tritt wieder der von Engels eine Kopfnuss verbraten hat. Der hat da so eine leichte Platzwunde oberhalb der Augen Engels hat und gewonnen. blutet da ein bisschen. Tritt vor euch hin. Wer sind diese zwei? Kennt ihr die? Wieso verstehen wir den jetzt auf Ah, einmal? der spricht Englisch. Wird euch in Ja, Englisch und anreden. okay, ganz kurz, woher weißt du, dass wir Englisch Englisch sprechen und nicht sprechen. Gälisch? Genau. Gut, dann okay. Fehler des Meisters. Er spricht euch erst auf Englisch an, auf Gälisch an. Jo, krieg keine Ich wollte Antwort. gerade sagen, keine Dann Antwort. spricht er euch auf What he Englisch an. says? Was sagt Ja, und What dann did he spricht say? er euch auf Englisch an. Wer sind diese zwei Personen? Was weiß ich? Kenne ich nicht. Weiß ich nicht. Ich versuche übrigens, meinen irischen Akzent zu unterdrücken. Deswegen hält Rebecca die Klappe, sie ist Engländerin. Das werden die ihr nicht. Ja, aber was sollen wir machen? Wenn wir alle stumm sind, kriegen wir nachher eine Strafe, ne? Die Ich Iren werde. hassen noch mehr. Aber ich glaube. Also, wir haben alle gesehen, wie der Werwolf die Frau weggeschleppt hat, ne? Ja, haben wir. Aber wir wissen nicht, wie der Werwolf aussieht.
Okay. Als Mensch. Naja. Okay. Das ist richtig. Was machen wir? Wird's bald. Ich hab gesagt, ich kenne sie nicht. Wie oft soll ich das noch sagen, bis du es verstanden hast? Er guckt die Frauen an. Willst du eine Zeichnung machen? Ich denke mir nur, dass der verdammte Reverend die Klappe halten soll. Wenn er auf mich einhaut, lässt er euch vielleicht in Ruhe. Dann bin ich froh, dass unser Schotte nichts sagen kann gerade. Sei froh, dass der Schotte schläft, ja. Von mir kommt nur ein, ich weiß nicht, wer die beiden sind. Weiß ich ja wirklich nicht, es ist nicht gelogen. Ich habe keine Ahnung, wer die Frau ist. Weißt du, wo sie herkommt, aber das ist was anderes. Ich wollte gerade sagen, wir haben sie schon mal gesehen, aber kennen tun wir sie nicht. Ja, er hat es gefragt, ob wir sie kennen. Nein? Gesehen, wo habt ihr sie gesehen? Hä? Sorry, das war gerade, das war gerade eine Frage von Kadi Out-Character. So. In-Character hat sie gesagt, sie kennt ihn nicht und ich sag das dann auch. Keine Ahnung, ich kenn, die beiden sind mir unbekannt. Ich hoffe, dass mein englischer Akzent auch nicht so doll zu hören ist. Ich komme direkt aus London, das wird man mir sowas von anhören. Du hörst, im Hintergrund hört ihr den Begriff Sassenach. Was für ein Tier? Sassenach. Beleidigung für Engländer. Yep. Ja, kam hier akustisch nicht ganz an. Abschätziger schottischer Begriff für Engländer, genau. Wahrscheinlich. Ich denke mal auch nur Schottische. Sei es drum, wir werden das ja vielleicht noch zu anderer Zeit feststellen, ob ihr sie kennt oder nicht kennt. Ich hätte nicht übel Lust, diesen MacGregor am nächsten Baum aufzuknüpfen. Aber wenn ja, ich das, noch mal das soll mein Vater entscheiden. Und will ich lassen an eurer Stelle. Wenn der Rest von denen kommt, seid ihr um. Und nun, lasst uns gehen. Und ihr werdet halt dann vorangetrieben. Geht ihr freiwillig. Die anderen, die bewusstlos sind, werden auf Pferde gepackt. Also wer hat meinen Rucksack? Ha, ich muss nicht laufen. Lasst mich dem McGregor wenigstens helfen, wenn ihr ihn schon aufs Pferd schmeißt. Weil ich glaube nicht, dass ihr ihn fangen werdet, wenn er runterfällt. Lass mich ihn festhalten. Ich glaube, du hast hier nichts zu sagen. Das ist ein Vorschlag. Wir kümmern uns schon um ihn. Keine Sorge. Ah ja, okay, gut. Das wird seine kleinste Sorge sein. Glaub mir. Rebecca ist so ein bisschen grün um die Nase. Und sehr ja gut, blass. Wir müssen noch mal überlegen, mal kurz, was habt ihr denn alles mit dabei? Ganz wie seid viel ihr angezogen? Leute. Wie seid ihr denn angezogen? Nochmal, also McGregor war in seinen McGregor-Klamotten unterwegs. Ich war in meine Hose gesprungen, oder? Du hattest dich noch einigermaßen angezogen. Ja, ich hatte mich angezogen und eine warme Jacke an, genau. Ich hatte meinen Kampfanzug angezogen. Genau, du warst, das hat man schon neulich bei Skype besprochen, du hattest dein ganzes Inhalt genau dabei. Was haben die den Damen alles mitgenommen? Ich habe alles dabei, bis auf den Erste-Hilfe-Kasten, haben wir ja gesagt. Ja, genau, so hat man gesagt. Den Erste-Hilfe-Koffer hast du nicht dabei. Was hatte ich da? Oh Gott, Tali, weißt du noch, was ich dabei hatte, außer den Gemmen, die ich ja quasi als Kette tragen kann? Deine Pistole. Pistole? Ich glaube, das war's, ne? Ich weiß nicht, ob du deinen Fingerknöchel mitgenommen hast. Halt mal, du hast ja einen Charakterbogen, da steht das ja drauf. Im Charakterbogen steht's drauf. Also was ich mitgenommen habe, weiß ich. Ich habe nämlich immer, seit dem Vorfall auf dieser verdammten Straße, hat Rebecca nämlich immer ihren Rucksack dabei, wenn sollte irgendwas passieren. Und da sind wie immer Haarspray drin, ein Feuerzeug, ihre Pistole, Munition, also alles, was sie braucht. Handy? Ja, natürlich. Nein, bei mir nicht, das liegt auf dem Nachtschrank. Okay, also die zwei funktioniert da eh nicht. Ich habe immer alles dabei, was ich brauchen weißt könnte. Du ja vorher nicht, bevor du losgegangen bist, wo ihr denn hingeht. Ja, aber ich habe nicht ans Handy gedacht. Angus, hast du ein Handy dabei?
Er wird sicherlich eins dabei gehabt haben. Okay, also... Hab ich ich habe übrigens Pyjama und Morgenrock an. Und ja, Pantoffeln. Genau. Du, die anderen hatten sich relativ normal. Du, dir wird also langsam ein bisschen kalt. Ja, grün um die Nase trifft es ganz gut. So, ja, das jetzt muss ich mal überlegen. Eins, zwei, drei. Okay, ihr werdet durchsucht. Man nimmt euch natürlich diverse Dinge ab. Pistolen. Die wahrscheinlich sehr seltsam angeguckt werden. Weil Angus... nimmt jemand das Handy in die Hand, hält es so hoch, ihr hört sie irgendwie auf Gälisch reden und auf einmal seht ihr so den Startbildschirm des Handys aufblinken. Ihr hört den Fluchen, das Handy fällt auf den Boden und ihr kriegt ein, ja, doch unverkennbares Knirsch eines Handys, das gerade unter einem Stiefel zertreten wird. Der Wichser hat mein Handy kaputt gemacht, der Typ stirbt. Das kriegst du nicht mit, halt die Klappe! Ach, was für ein Handy ist es denn, Angus? Neuer iPhone. Nokia ist jetzt nicht kaputt. Ich wollte gerade sagen, Nokia geht nicht kaputt. Ja, aber er wird ein Smartphone einer, was weiß ich, komischen Marke. Wenn es ein Nokia ist, hat der Typ sich gerade den Fuß gebrochen. Ein Outdoor-Handy wird es sein. Oder sowas, ja. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, ja. Als auf einmal wieder auf euch jemand zukommt. Was war das für Teufelskram? Seid ihr mit dem Teufel im Bunde? Nein. Nein. Ich hol mein Kreuz aus meinem Anzug raus. Kannst du nicht, du hast die Hände gefesselt. Der kann ja wohl von vorne in den Kragen mit beiden Händen. Wir haben die Hände auf dem Rücken gefesselt, falls du ihm nicht zugehört hast. Oh, okay, ja gut. Ich dachte vorher. Oder? Ich garantiert nicht. Ich bin Pfarrer. Ihr seid Priester. Ihr seht nur nicht aus wie ein Priester. Schau vorne in meinen Kragen. Schau vorne in meinen Kragen, da siehst du mein Kreuz. Und dann siehst du, dass das ein Kreuz ist, das nur ein Geistlicher trägt. Weh, du bewegst dich falsch. Und dann nimmt ein Dolch und hält dir den an den Hals. Ich hab den Kopf gehoben, dass er reinguckt. Ja, ja, gut, er hält trotzdem den Dolch hin. Nachdem er ja schon mal eine Kopfnuss verpasst hat, ist er diesmal etwas vorsichtiger. Irischer Schädel ist genau Angus McGregor. Aber irischer Schädel ist genauso dick wie ein schottischer. Halt die Klappe! Zieht da einmal dran und klar, zieht dann dein Kreuz raus. Das ist kein Glaubst du es mir jetzt? Gut, das beweist, dass du zumindest ein Kreuz trägst, ob du ein Priester bist. Ich fange an, ein paar lateinische Passagen aus der Bibel zu rezitieren. Gerade so einfach kann ich ja. Glaubst du es mir jetzt? Oder soll ich dich auch noch segnen? Nun, ich bin froh, dass es hier keinen Selbstbeherrschungswurf gibt. Wir werden das bei Zeiten feststellen. Das erste soll das genügen. Aber lass uns keine Zeit mehr verlieren. Und er brüllt ein paar. Befehle auf Gälisch und die Leute machen sich zum Abmarsch bereit. Ihr werdet dann halt vorangetrieben um euch Leute rum, dass ihr halt auch nicht fliehen könnt. Hinter euch Leute, so vorne neben euch. Und so geht es einen Fußmarsch durch den Wald. Ich bleib dann ganz nah bei Barbara. Vollkommen in Ordnung. Und so geht es durch den Wald eine Zeit lang. Ihr habt das Gefühl, den gleichen Weg wieder zurückzulaufen, den ihr zurückgekommen seid. Sieht halt ein bisschen anders aus, andere Bäume, der Wald ist anders zu der Zeit. Aber so ganz grob könnt ihr euch dran erinnern. Und nach einer Weile, nach guten Weile, kommt ihr dann aus dem Wald raus wieder. Und in der Ferne könnt ihr ein Anwesen sehen, das so von der Silhouette in dem fahlen Mondlicht ähnlich aussieht wie das Gebäude,
in dem Engels ansonsten haust. Nur was euch auffällt, ist, dass halt das Drumherum ein bisschen anders aufgebaut ist. Andere Häuser dastehen, vor allen Dingen ältere Häuser dastehen. Auch nicht so modern. Und was ihr feststellt, ist halt, es ist dort wesentlich dunkler. Kein elektrisches Licht, scheiße. Ja. Oh, hab meine Heizung angemacht. Und nach einem weiteren doch frischen Fußmarsch, weil der Wind halt auch noch zwischendurch ganz ekelig pfeift. Besonders Rebecca wird das jetzt merken in ihren dünnen Schlafklamotten. Du schlotterst wahrscheinlich auch ziemlich. Und ihr werdet dann halt weiter vorangetrieben. Seht ihr nicht, dass sie friert? Und? Was kümmert uns das? Sie wird es gleich warm und kuschelig haben. Ah ja. Keine ja, Sorge. Hoffe ich doch. Und ich murmel nur leise vor mich hin. Zum Glück habe ich die Puschen an. Also was hattest du? Du hattest Puschen an? Die sind nass. Ja, es sind so Hausschuhe. Ja. Puschen sind Hausschuhe. Und was? Ja, ja. So, die offen sind, also nur vorne nein, zu. Nein. Ich, So Monsterfüße. So Flauschdinger. Nein, meine Güte. Richtige Hausschuhe einfach. Die okay. Mit einer vernünftigen Sohle. Ja, schon klar. Aber sind es dann eher so Schlappen oder sind die hinten zu? Die sind hinten zu. Okay. Aber trotzdem sind die halt nicht so hoch und so. Nein. So fällt halt auch dir, sag ich mal. Oh nein, stimmt nicht. Ich war in die Stiefel gesprungen. Stimmt ja. Ich habe keine. Oder? Nee, stimmt. In die Stiefel war ich noch gesprungen, weil ich gesehen habe, ich muss raus. Weil Angus ja losgestürmt ist. Gut, das weiß ich nicht mehr. Also ich weiß nur, du hattest Schlafklamotten dann, aber gut. Ich wollte erst duschen losrennen. Aber Fakt ist, es ist halt doch sehr frisch um die Beine herum. Mit so einer dünnen Hose. Und was haben eigentlich die Schotten an? Die Schotten, die haben Kilt. Ich will gar nicht wissen, was die da drunter haben. Das sind mir zu viele Kerle gerade. Oh, dein Bruder sind die alle so aggro. Die haben alle Eiseier. Das ist echt schlimm, ey. Du kannst sie ihn ja wärmen. Danke, Tali. Nein, aber ich sollte einem ein Bein stellen, dass er mit den Eiern in den Schnee fällt. Das lässt du bitte, sonst kriegst du auch so ein Ding über den Schädel. Ich habe mal ein passendes Bild in den Chat gepostet. Macht das. Ja, auf jeden Fall kommt ihr dann nach einer doch geraumen Zeit dann endlich auf dem Anwesen an. Ihr kriegt halt auch mit, dass da so ein bisschen Bewegung rein ist. Es ist schwaches Licht, aber wie schon festgestellt worden ist, ist es deutlich schwächer und flackernder, weil es ist kein elektrisches, sondern herkömmliches analoges Licht. Sprich Kerzen und Fackeln. Und aus dem Anwesen kommen dann auch noch bewaffnete Leute raus und es werden halt Befehle gebrüllt. Und ihr werdet dann eskortiert. Man bringt euch ins Haus rein. Ist es jetzt Angus Anwesen oder sieht es nur so aus oder so ähnlich aus? Also ihr wir sind 300 Jahre retour gegangen. Also es sind schon von den baulichen Verhältnissen sieht es schon noch ein bisschen anders aus. Vor allen Dingen ein bisschen armseliger, nicht ganz so gestylt wie zu Angus Zeiten. Also es sind keine Straßen, es ist nicht so schön angelegt. Wie ja, das ist klar, es geht nur ums Haus selbst. Es geht prinzipiell, würdest du sagen, dass es das Anwesen in der heutigen Zeit der McGregors ist. Okay. Allerdings halt 300 Jahre zurück und da wurden in der Zwischenzeit schon bauliche Veränderungen vorgenommen. Ein Anbau, der noch dazu gekommen ist, ein Bau, der jetzt zum Beispiel in der heutigen Zeit fehlt, der damals vorhanden ist, diverse andere Häuser, die auch heutzutage nicht mehr stehen. Ja, okay, aber es ist auf jeden Fall ein enges Anwesen und nicht irgendein anderes Haus. Das also, ihr würdet so zumindest mal sagen, dass es in der heutigen Zeit das Anwesen der McGregors ist, genau. Okay. Und ihr werdet halt in das Haus geleitet, also natürlich deutlich dunkler innen drin. Die Inneneinrichtung sieht natürlich auch doch etwas anders aus.
und altertümlich. Und es ist vor allen Dingen deutlich kälter da drin. Ja, klar. Und ihr werdet da aber auch relativ schnell dann durchgeflözt. Es geht dann eine Treppe runter, oder mehrere Treppen runter durch ein, zwei Gänge. Eine Tür auf und dann ist ganz viel Rauch in dem Raum. Es ist etwas Rauch in dem Raum, es Fackeln hängen an der Wand natürlich und die Pechfackeln, die da leuchten und gerade angebracht werden, wo er dann reinkommt. Und was ihr sehen könnt, sind mehrere Zellen. Fünf Zellen auf der linken Seite, fünf Zellen auf der rechten Seite, die scheinbar zurzeit leer sind. Rebecca wendet sich dem Reverend zu. Gebe dir vollkommen recht. Ich hasse mein Leben. Dann haben meine Lehrern doch was geholfen. Weiter so. Es wurden sechs Zellentüren geöffnet. Und zwar auf der hinteren Zelle kommt, also hinten links, kommt Engels rein, der da relativ unsanft drin landet, da er nach wie vor noch bewusstlos ist. In die mittlere Zelle kommt, also von den fünfen, also die zweite von hinten, ist es der Reverend. In der mittleren Zelle, also Zelle Nummer 3 auf der linken Seite, kommt dieser ominöse, doch orientalisch aussehende oder afrikanisch aussehende Typ rein, der auch bewusstlos ist. Gegenüber von Angus wird die bewusstlose Schottin reingetragen. In die zweite Zelle kommt Barbara und in die Zelle gegenüber, ne, andersrum. In die zweite Zelle kommt Rebecca und in die dritte Zelle kommt Barbara. Gegenüber von dem Werwolf. Dankeschön! Ich habe keine Waffe zum Querschießen, so ein Mist. Nee, ich auch nicht. Du bist unwichtig grad. Wenn der sich befreit, stürmt er erst auf mich! Ja, was ihr in der Zelle habt, ist, also Licht habt ihr natürlich keins. Das wäre auch Luxus. Das hängt vorne dran und also in den Ecken jeweils, also an der Stirnseite hängt eine Fackel. So, also dort bei. Aber ein Feuerzeug, sehr gut. Dort, eure Habseligkeiten wurden euch abgenommen, weil das geht. Bis auf euren persönlichen Schmuck, den hat man euch gelassen. Alles andere wurde. Ja, ich habe hier auch nur Ketten um den Hals hängen. Genau. Ich erwähne, dass ich mein Feuerzeug an einer Stelle trage, wo sie niemand finden wird. Max! Du bist schrecklich! Ach, das fällt ja jetzt auf. Ja, aber ich habe die einen Bilder von eben gerade erst weggekriegt. Lass es bitte. Huch, das war mein Handy. Wenn ihr euch so eure Zelt anguckt in dem doch kargen Licht, da ist nicht wirklich viel. Eine einfache Pritsche aus Holz, wo drin Sack, sag ich mal, sonst ist eher so ein stabiles Holzgestell, wo innen drin gefüllt ist mit irgendwas Sackartigem. Wo ein Sack drauf liegt und ansonsten liegt ein bisschen Stroh auf dem Boden rum, so ein Steinboden, also es ist wirklich so ein altes Kellerverlies. 2x2 Meter und ein Eimer zum Reinkacken, ist schon klar. Ja, so in die Art. Und viel mehr habt ihr nicht. Es sind Gittertüren, massives Eisen, würdet ihr sagen. Und dann werdet ihr dann, kommt noch jemand und guckt halt euch an euch rein, also der Schwarzhaarige und der Braunhaarige kommen rein, gucken mal so in die Zellen rein. Eine gesegnete Nacht wohl und grenzt böse und geht dann raus, oder wir gehen dann raus. Gehen beide? Wir sind gerade alleine, ja? Ihr seid gerade alleine, genau. Gut, dann meine ich ganz trocken mit einem Werwolf und, obwohl, mit einem Fremden unter uns.
Ja, natürlich. Zwei Fremde. Ja, die Frau ist uns aber nicht so fremd, das muss er ja nicht wissen. Außerdem sind die draußen, ich meine gerade den Typen. Wir wissen, dass das ein Werwolf ist. Unsere Charakter können es nur ahnen, dass es wohl einer ist. Wissen du was nicht? Ich fange an zu beten. Ich hasse mein Leben. Ich habe gesagt, ich fange an zu beten. Ja, mein Charakter sagt, ja. Ich hasse mein Leben. Also wenn es ein Werwolf ist, dann könnte er froh sein. Wenn es ein Werwolf ist, könnte er froh sein, der ist ja gerade auch eingesperrt, so wie ihr. Ja, mal ganz kurz, nicht im Charakter. Beru, also Tali und ich haben Erfahrung mit Werwölfen. Glaub mir, dem macht das geht da nichts, wenn der sich verwandelt. Kann ich bestätigen. Einmal in Garu-Form und der geht da durch wie heißes Messer durch Butter. Noch ich musste noch nicht mal in Krynus gehen. Der kann sagen, da durch. Also, das ist gerade unser größtes Problem tatsächlich, da unten zumindest. Ich würde sagen, wir wecken ihn. Tja, dann schauen wir mal. Also so, ich fange an, lautstark zu beten. Auf Latein. Du betest. Ich würde gerne gerade mal Geist und Okkultismus werfen, ob mein Charakter weiß, also wirklich weiß, dass wir die Nacht zurück müssen. Ich gehe davon aus, aber soll ich trotzdem mal drauf werfen? Kannst du mal drauf werfen. Schwierigkeit oder wie viele Erfolge brauche ich? Ja, würfel einfach mal. Schau mal, denn Geist und Okkultismus, ne? 1, 2, 3, 4. 2, 6er und eine 5. Also würdest sagen, du würdest natürlich sagen, jetzt in dieser Nacht ist es besonders leicht, solche Portale vielleicht zu öffnen, aber jemand mit gewissen Fähigkeiten könnte es vielleicht auch zu einer anderen Zeit schaffen. Aber es gibt halt gewisse Konstellationen, die das begünstigen. Oder man muss sich wirklich sehr gut in Ritualkenntnissen bewandert sein. Er halt vielleicht dieses Portal, sage ich mal, wieder aktivieren könnte. Also es wäre jetzt nicht so, dass es unmöglich ist oder ihr bis zum nächsten Blutmond wartet, wann immer der mal wieder kommt. Ja, Rebecca. Hast du zufällig eine Haarnadel dabei? Sind wir mittlerweile entfesselt? Ihr seid entfesselt worden, ja. Das hat man dann gemacht. Halte ich die Haare zu? Hochgesteckt hatte ich nicht weiß. Du warst im Bett. Hast du im Bett eine Haarnadel an? Ich habe keine Ahnung. Ich selber trage meine Haare offen, wenn ich ins Bett gehe. Also, dann wird es dein Charakter mit Sicherheit auch. Ja, aber sie hat sich darauf eingestellt zu kämpfen. Ich und glaube nicht, dass du dann mit langen offenen Haaren kommst. Ja, aber ich gehe jetzt auch nicht an, dass sie jetzt noch jahrelang ihre Haare toupiert hat. Irgendwann habe ich einen Zopf gemacht. Leider nicht, aber ich halte es für eher unwahrscheinlich. Wir haben ein kleines Problem. Warum? Noch eins. Ich weiß, dass wir wirklich alleine sind, ja? Also es ist keiner mit uns unten, ne? Es ist mit euch jetzt im Moment niemand drin. Also vorne gegen Tür zu, kann natürlich sein, dass vor der Tür jemand ist. Das wisst ihr nicht. Wir müssen diese Nacht noch zurück. Barbara, wenn du vermeiden willst, dass uns irgendjemand versteht... Kann mein Charakter Deutsch? Nein, sprich britisches Englisch, das verstehen die Schotten da nicht. Stimmt. Ich überlege gerade, wie gut ist unser Deutsch? Das habe ich mich eben schon überlegt. Also mit mir kannst du dich auf Deutsch unterhalten. Mit mir nicht. Moment, du hast auch Deutsch gesprochen. Frederik kann kein Deutsch und Engels kann, glaube ich, kein Deutsch. Ja, dann gucke ich so. Die Mädels konnten es. Also kann ich meinen Kopf durch das Ding stecken? Also klar, ich kann nicht raus, aber Kopf durchstecken geht? Wahrscheinlich nicht. Lass mich doch wenigstens versuchen. Mach doch nicht alles zunichte, Max. Nein. Nein, dann mache ich es anders. Ich gehe ins deutsche Rebecca. Ja. Wir müssen diese Nacht noch zurück, wenn wir den Blutmond nutzen wollen. Sag nicht, dass man nur in einer bestimmten Konstellation der Sterne hier wegkommt. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber das ist die schnellste. Und ich befürchte, und ich gucke so gegenüber auf die Tür, dass wir die Person da hinten mitnehmen müssen. Die müssen wir so oder so mitnehmen. Weißt du, was das für ein Problem mit dem Raum-Zeit-Kontinuum ist, wenn wir den hier lassen? Ich meine das nicht nur deshalb. Warum noch? Ja, mein Charakter kann eigentlich nur ahnen, was er ist, oder? Wer denn? Von wem redest du denn? Den Bewusstlosen, und ich meine nicht Angus.
Ich Ach, weiß ja, nicht. doch, Engels war richtig. Du kannst mal ahnen. Ich weiß nicht, was du ahnst. Würde mein Charakter... Wir haben die Frau mit einem Werwolf weglaufen sehen. Die zwei sind gefunden worden. Ein Typ aus unserer Zeit. Da kann eigentlich nur er sein, oder? Ich weiß nicht, weißt du das ja aus eurer... Es ist ein Typ, der in Lederklamotten ist. Ja, das gab's zu der Zeit nicht. Nicht so. Wenn er das anhat, was du uns auf dem Bild gezeigt hast, dann ist der also so... Er hat schon Lederklamotten an. Wie fern sie jetzt dem Bild entsprechen, ob sie so modern sind. Aber das musst du mir schon, sagen. Ich kann den Typen noch sehen. Es ist vom Schnitt her, könnte es schon älter sein, aber kann halt auch modern sein. Es hat so eine bestimmte Art von Kleidung, relativ eng anliegender Mantel. Also du würdest schon sagen, dass es nicht so alt ist. Aber schwierig zu sagen, was man zu welcher Zeit in anderen Kulturen getragen hat. Ey, mein Charakter! Also bitte, weil der Bild mein Charakter Leder, genossen schwarzes, hat. Schwarzes Leder ist schon eher selten, sagen wir es mal so. Also aus unserer Zeit, ja? Mein Charakter ist eine Lady, also... Es ist dunkel. Du würdest es vermuten, sagen wir es mal so, ob es so ist. Also allein von der Zeit her sind nicht ideal. Müssen wir ihn mitnehmen. Aber wenn er das ist, was Angus gesucht hat... Fuck. Wünsche ich mir gerade in einer anderen Zelle zu sitzen. Könntet ihr eine Sprache sprechen, die ich verstehe? Danke. Wenn wir wissen, was wir tun, ja? Oder sprichst du eine Sprache, die wir sprechen, die nicht sprechen? British English. Angus versteht uns doch auch, wenn wir ganz normal reden. Natürlich. Britisches Englisch versteht jeder. In schönstem britischen Englisch kommt, Angus ist ein moderner Schotte. Das sind antike Schotten. Antike Schotten verstehen alles, nur kein britisches Englisch. Da kannst du froh sein, wenn sie Scots verstehen. Okay. Gut. Ich könnte auch mit Chat-Abkürzungen um mich schmeißen, aber ich glaube, dann verstehst du mich wieder nicht. Ich hasse mein Leben. Das tun wir alle. Ja, und mir ist kalt. Doppelpunkt, Klammer zu, Doppelpunkt, Klammer zu, Doppelpunkt, Klammer zu. Also zum Thema kalt, kuschelig, naja, wenn ihr euch aufs Bett setzt, es piekt ein bisschen. Ich bleib an der Dingens stehen, man kann sich sonst nicht so gut unterhalten. Ich hatte ja schon überlegt, mich als Lady vorzustellen, aber das gibt nur Schwierigkeiten. Ja, nachher wollen sie Lösegeld für dich. Das war auch mein Gedankengang, aber vielleicht wären sie dann etwas netter zu mir. Ihr zwei. Wir haben doch alle mehr als genug Filme gesehen. In solchen Verliesen gibt es doch immer irgendwelche Geheimgänge. Fang mal an, die Wände abzuklopfen. Dass irgendwo hinten dann hohl ist. Dann zieh du an der Fackel, ja? Du kannst ja mal das Poster mit der nackten Frau zur Seite ziehen. Ja. Okay, nein. Wer hat alle die Vorurteile gesehen? Also... Nein, ich mach das wirklich. Ich klopf mal die Wände ab und guck, ob irgendwo was ist. Das kann ja tatsächlich sein. Ich mach mal mit. Aber dann ist er so, wir sollten Angus wecken. Er so, kennt sich wahrscheinlich ein bisschen besser hier aus als wir. Angus! Was hat Angus für einen Rang nochmal? Sergeant. Sergeant, ich war Lieutenant. Genau. Ja, ich war Lieutenant. Sergeant McGregor, aufwachen! Sergeant, oh. Werden Sie wach? Frühstück ist fertig! Oh, scheiße, Angus! Dein Haus brennt ab! Auf einmal hört er so aus der Zelle von Angus Geräusche. Frühstück, das ist so genial. Angus, der Whisky ist alle! Angus, der Whisky ist alle! Jetzt steht das Senkrecht. Angus, die Brennerei brennt! Das Brennerei, Whisky. Gut, du bist wach. Du bist wach. Du bist eine wach. Wunderschöne Angus. Nacht. Angus. Angus, wir sind wach, wir brauchen dich gerade. Angus, hör zu. Ja, ganz schnell. Militärische Präzision, mein Freund. Wir sind in deinem Keller, in deinen Verliesen. Haben die Verliese irgendeine Möglichkeit, rauszukommen? Ich gehe mal kurz zur Tür und schaue mir die Scharniere an. Sind das Scharniere, die ich kenne? A la Fluch der Karibik. Türscharniere mit halbem Stift. Mir gefällt. Du weißt aus
aus der Vergangenheit, wo du selber mal dich so aus Spaß oder du mal eingesperrt worden bist, dass man da nicht so einfach rauskommt. Nichts mit halbem Stift, da wurde nicht gespart. Mhm. Sag uns bitte was Positives, Angus. Ich arbeite dran, wenn es euch gerade nicht einfällt, ich wurde gerade eben niedergeschlagen. Komm, du hast 10 Kampftrinken nacheinander gemacht und hast hinterher noch was bei sich angestellt und jetzt behauptest du, bist niedergeschlagen worden. Angus, sei ein Schotte und kein Franzose. Boah! Wo ist das? Das hat gewirkt. Angus schaut sich das Schloss an. Ja. Passt das, passt das in das Schema eines Schlosses des 17. Des 18. Jahrhunderts? Ja, so in etwa. Gut. Also dir kommt die Gegend da auch relativ bekannt vor. Mhm. Ganz durchrülpsen, ganz ehrlich. Okay, bei euch gab es diese Betten dann nicht mehr so, oder? Vorhin geschlossen, nehme ich an? Oder? Ne, Kastenschloss wahrscheinlich. Vernünftiges. Ich bin jetzt gerade ein bisschen unschlüssig, wie die das gemacht haben. Also so, dass es auch nicht so einfach aufgemacht werden kann. Angus? Ja, aber es geht mir gerade ums Prinzip, weil die meisten... Ja. Ich würde mal sagen, mit dem Schloss von außen, ne? Aber Vorhängeschloss eher weniger. Ein rustikales Schloss. Und Schloss ist nicht von innen zu öffnen, nehme ich an. Ne. Ah. Wieso auch? Gut, man kann drumherum greifen, nur mal einfach. Das würde gehen, ja. Die Abstände zwischen den Gitterstäben sind so hoch, dass man durchgreifen kann, nehme ich an. Ja, und könnte durchgreifen. Also sie sind relativ offen, die Gitterstäbe. Da hat man dann schon ein bisschen gespart, sie sind massiv, aber es ist keine massive Eisenwand mit einem... Wolltest gerade sagen, du hast gesagt, an den Zellentüren wurde nicht gespart und du behauptest, wir sind in Schottland. Es wurde dementsprechend geschnitten, dass das Eisen schon stabil genug ist, dass man es nicht einfach so verbiegen kann, aber es ist jetzt keine massive Eisenwand oder Holzwand oder wie auch immer. Ich würde mir gern mal die Tür angucken wollen, ob ich da irgendwas finde, wie man, ob da eine Schwachstelle ist oder ob man die irgendwie aufkriegen könnte. Mit einem Schlüssel sicherlich. Für was habe ich da Technik? Also sonst nicht. Ja, du kannst ja mal mit deinen Fingern versuchen, da im Schlüsselloch rumzupulen. Der Typ hat die höchste Körperkraft von uns. Der kriegt das Schloss ja wohl kaputt. Nessie, er hat keine Stärke. Ja, aber hallo, es reicht, um Leute über den Jordan zu schicken und zwei Leute sich über die Schulter zu schicken. Ja, aber das ist, er kann da schon dran rütteln, sich die Gegend schmeißen. Das ist schon stabil. Ja, aber das hören die da oben, das sollen die ja nicht. Das würde vielleicht jemand hören, der draußen ist. Es gibt übrigens kein Fenster, oder nicht wirklich ein Fenster, nur so ein ganz kleines, wo es auch ein bisschen zugig reinpfeift. Werden wir überwacht? Selbst das ist vergittert. Keine Ahnung. Das hab ich. Wer ist bei mir gegenüber in der Zelle? Beziehungsweise habe ich nicht Kontakt zu jemand anderem? Gegenüber ist die Bewusstlose und schräg links von dir ist Talis Charakter. Also genau, du jetzt so, wenn du so rüber guckst und wenn Barbara vorne an der Zellentür steht, dann... Ich habe auch eine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee gerade. Ich habe eine böse Idee. Mach du zuerst. Ich hatte als Oberteil ein Hemd an, ne? Ja. Gut, dieses Holzgestell, was in meiner Zelle ist, ist das möglich, da eine einzelne Latte rauszubrechen? Da gibt's keine Latte. Du kannst ein Bein abreißen. Das ist wirklich Latte, genau, das ist so ein massives Balkengestell und da ist innen drin, sind da Strohsäcke oder so, würdest du jetzt sagen. Du kannst aber sicher eine Latte raus. Ist auch relativ flach. Also ich bekomme also aus meiner Zelle keine Art Holzstück, was in etwa so lang ist. Also jetzt nicht eine normale Holzlatte oder so, nein. Ja, aber ein Balkenstück, oder? Das Balkenstück ist da dann schon, aber ein Balkenstück.
Ja, gut. Relativ massiv. Das wird schon so 5er bis 10er sein, so um den Dreh rum. Gut. Haben wir einen Wassereimer in der Zelle oder so? Moment mal, ihr könnt euch das mal ganz kurz überlegen. Ich muss mal kurz ins Telefon hier. Ja. Oh Gott. Ey, größere Probleme konnte er uns nicht bringen, weil, oder? Weil Angus weiß, ja, er hat genug Filme gesehen. Ein nasses Hemd reißt nicht. Sag mal, wie ist das? Wenn ich deinem Charakter von dem erzähle, was da gerade gegenüber von mir in der Zelle ist, reicht das, um für dich die Tür aufzuweichen? Sagen wir so, ich weiß halt nicht, auf was ich würfeln müsste. Ich könnte Körper würfeln, da habe ich 4 Würfel. Ich habe ihn schon Franzose genannt, wenn das nicht reicht. Pushen. Ja, wären wir Vampire, könnten wir Blut pushen, das ist wohl wahr. Ich hätte, sage, wie kommen wir da am schnellsten raus? Ich habe ihn schon Franzose genannt, also ich glaube, wütender kann er nicht werden. Ich kenne, das habe ich damals in Mythbusters gesehen, nasse Hemden reißen nicht. Das heißt, wenn du da nasses Hemd nimmst, das um 2 Gitterstäbe packst, zusammenbindest und dann ein Holzstück als Hebel verwendest und das die ganze Zeit drehst, biegt sich das Ganze zueinander hin. Denk dran, du hast eine andere Möglichkeit, dein Hemd nass zu machen. Ja. Nein! Aber ganz ehrlich, man muss sich ja nicht drauf andenken. Deshalb habe ich nach einem Wassereimer gefragt. Ja, natürlich, aber wenn da keiner ist. Hey, komm, verzweifelte Situation, verzweifelte Maßnahmen, etc. Natürlich. Pp. Das heißt dann gleich, wer muss alles auf Klo? Kann mal einer den Schotten anschiffen? Ja, nee. Nein. Ja. Ja, genau. Ich hatte ja immer noch die Idee, dass ich mir einfach dafür sorgen, die Wache zu mir zu locken und ich den dann einfach seinen Kopf mache. Putz! Ja, das hat mich auch das letzte Mal so weit gebracht. Genau, das hatte ich gerade erst in den Mist gebracht, du musstest ihm ja eine scheuern. Nein, jetzt mal ganz im Ernst, ich finde Max' Idee nicht so schlecht. Das Problem wäre, der würde wahrscheinlich abhauen und uns da lassen. Naja, die Frage ist, war er tatsächlich derjenige, der dieses Portal geöffnet hat? Ich gehe mal stark davon aus, wer soll es sonst gewesen sein? Was hat er für ein Motiv? Der uns allen ans Bein pissen wollte. Vielleicht auch sie, die andere, die bewusstlos da liegt. Ja, mich als Lady auszugeben, wird es nicht viel besser machen. Ich hatte Kadi mich eben auch gefragt, mein Gedankengang war nämlich scheiße, Lösegeld. Und dann schrieb Kadi ja, aber respektvoller behandeln, war auch mein Gedanke. Das ging so parallel. Aber die negativen Chancen sind mit zu groß. Mhm. Ja, nee, ich glaube einfach, dass Angus mit sich das Balkenstück nimmt und so lange auf das Schloss einhackt, bis es... Das hört man aber um. Ja. Ja, und dann Plan B, kommt einer runter und ich klopfe seinen Kopf gegen das Gitter. Ja, die kommen aber sicher nicht alleine. Dito, das war auch mein Gedankengang. Die werden sich sicher fühlen, wir sind alle weggesperrt. Ja, nee. Du hast die haben dich umknüppeln müssen, bevor du hast vorher noch einen von denen blutig gekloppt mit deinem Gesicht. Das Ding ist das. Wenn das funktioniert, muss der andere ja, um zu mir zu kommen, erstmal zu mir rein. Weil es ist immer noch ein Gitter zwischen uns. Ja, wie gesagt, da kommen sicher mehr als einer. Und wenn also die dann offen sind. Windig. Bei dir ist es sehr windig. Ich sehe die Bäume bei dir im Hintergrund wackeln. Ja, bei mir sieht es genauso aus. Hier. Ja, gut, also möglich. Windstill. Yep. Nein, wir haben Sturm. Da kann der auch schön. Nee. Also ich würde eher sagen, nasses Hemd reißt nicht, ist eine gute Idee. Und ganz ehrlich, wenn der Balken halt dick ist, Himmelherrgott, dann ist er dick, ist er scheißegal. Aber wir haben uns keine Alternative. Wir haben keine Haarnadel, die haben uns in unsere Waffen gehabt. Wir haben ein Messer. Wo? Wo? Ein Messer? Schotten tragen in ihrem Strumpf immer ein Messer. Das gehört die werden dich noch weiter durchsucht haben. Die haben auch dein Handy gefunden und kaputt gemacht. Eben, die haben dein Messer. Ich bin ja froh, dass ich meine Gemme noch habe und wahrscheinlich auch noch den Fingerknöchel. Weil es wie Schmuck aussieht. Schade, dass die mir die Taschenlampe abgenommen haben. Ich hab eine Idee. Komm raus damit, wenn wir dir helfen können. An einem Kilt ist ein Gürtel. Mit einer traditionellen Gürtelstalle. Wenn ich damit vielleicht im Schloss rumpule, könnte man da vielleicht was unternehmen. Gut, oder dann sagst du vorher Bescheid, dann drehen die Welt um. Genau. Dann fällt der Dröcklein hier heute doch noch. Genau, dann wird die andere Frau machen. Ein nackter Mann! Naja, das ist dann um,
mein Löt, ich wusste gar nicht, ach, dass ihr so gesegnet seid. Ja. Wie war das? What does a Scotsman wear under his kilt? In a good day, just lipstick. Ich gerade so, guck mal, was süß ist, das ist eigentlich viel schlimmer. Ich glaube, ich habe das zerstört. Macht nichts. Nein. Der kann das ab. So, da bin ich wieder. Und habt ihr euch... Hallo, Meisterchen! Nee, wir haben beschlossen, uns zu ergeben. Ja, Engels war ja dran. Wir beschlossen, uns zu ergeben. Jo, finde ich in meiner Zelle eine Art Wassereimer. Ein Holzeimer. Rustikalen Holzeimer. Ist mit Wasser drin? Ja, nö, ist kein Wasser drin. Also doch, soll so eine kleine Pfütze vielleicht, ja. Würde das reichen, um mein Hemd nass zu machen? Ja, du könntest es einweichen, ja, wahrscheinlich. Aber lass da vielleicht 2 Liter drin sein oder so. Das reicht. Reicht. Gut. Diejenigen, die sich Kontakt zu Engels haben, sehen ihn, wie er so einen Blick hat, von wegen, ich habe eine Idee. Und sich dann sein Hemd auszieht. Von Rebecca kommt nein. Engels guckt dich mit dem Todesblick des Todes an und sagt, falscher Zeitpunkt. Rebecca, sei still. Es ist aber Deutsch, was sie spricht. Ja, sie summt es leise, so nach dem Motto, es kann nicht viel schlimmer werden. Engels? Frederik sieht Rebekkas bist du einen Blick so seitlich. Ich guck hoch. Bist du gegenüber? Ja. Ich guck hoch, ich versuche hier zu beten. Da drüben versucht einer zu strippen. Engels macht dann durchweicht praktisch sein Hemd. Nimmt sich dieses Balkenstück mit und geht dann mit dem nassen Hemd und dem Balkenstück zur Tür. Ja. Was hast du vor? Lass mich arbeiten. Nimmt dann praktisch sein Hemd, bindet das mit 2 Gitterstäbe rum, aber so, dass das Balkenstück noch Platz hat dazwischen. Und dann fängt er an, das Balkenstück zu drehen. Weil nasse Hemden reißen nicht und mit der Hebelwirkung kann er die aufbiegen, die Stäbe. Ich meine, wir reden jetzt von 2 Zentimeter massiven Eisenstäben. Hast du das dir Engels Bild angeguckt? Das geht auch mit Stahlstäben. Okay, na gut, dann würfel doch mal auf Körper. Körper! Passt jetzt nicht. Kriegst noch einen Bonus von einem Würfel für die Idee. Von einem Würfel, alles klar. Und dann gebe ich noch mal einen Schicksalspunkt aus, damit ich mal 3 nachwürfeln darf. Dann sind das 3, 6, 8. Gut, Gott sei Dank. Reichen 5? Gut, es dauert natürlich eine Weile, während er das so dreht. Welche Gitterstäbe hast du denn genommen? Die 2, die am weitesten auseinander sind, sodass man da eventuell durchschlüpfen könnte. Gut, die sind alle so alle, sag ich mal, gleich beieinander. Da, wo es am meisten Sinn macht. Na gut, du ziehst jetzt im Prinzip 2 in der Mitte zusammen. Richtig. Ja, es wird noch ein bisschen, du bist ja relativ groß und stämmig, es wird trotzdem ein bisschen heftig für dich, da durchzukommen. Also du siehst, wie die halt in der Mitte zusammengehen, aber es wird noch nicht ganz reichen, du müsstest also quasi nochmal welche auseinanderziehen an den Seiten, dass es halt effektiv ist, aber das dauert halt wirklich, weil das ist massiv und hier wird durchaus warm dadurch, weil das auch. Hast du keine andere Möglichkeit? Die Kraftanstrengung ist, ihr hört dann in der Zwischenzeit irgendwann mal von draußen Schritte die Treppe runterkommen. Mindestens von 2 Personen. Engels, stopp! Stopp! Er löst das ganze System auf und. Okay, du bist jetzt auch noch nicht so weit gekommen. Du hast vielleicht so ein bisschen was und gemacht, aber. Ja, gut, Eisen, wenn man das wiegt, dann bleibt das ja. Ja, das bleibt, aber es ist noch nicht jetzt so stark verbogen, dass es jetzt. Man sieht schon eine leichte Delle. Gut.
Und aber es ist jetzt noch nicht so, dass es jetzt die sich beide schon berühren, würde ich jetzt mal sagen. Ganz Ja, klar. Ergebnis einfach nicht, weil sich dein Stoff jetzt auch ein bisschen dehnt. Wenn er nass ist, dehnt er sich ja vielleicht auch ein bisschen. Und ja, auf jeden Fall geht die Tür auf einmal auf. Ich habe mich sehr bald schon aufs Bett gesetzt. Das soll ja nicht so aussehen, als wenn wir uns unterhalten. Bitte. Und herein kommt dieser Typ, den sie Jamie genannt haben. Der hat einen ganzen Arm voll, also Stoff irgendwas. Und dabei hat er noch, nee, also das siehst du halt als erstes, weil du da, sag ich mal, noch eher einen Blick drauf hast. Eine ältere Frau, die mitkommt. Er spricht bedächtig auf sie ein und auf Gälisch. Engels versteht halt, dass die Dame sich wohl um die bewusstlose Dame kümmern soll, die halt verletzt ist. Also ihr seht auch, dass sie was dabei hat. Und er legt sein doch größeres Stoffbündel erstmal ab und geht mit ihr hinten an die Zelle. Guckt bei euch so kurz in die Zelle rein. Also der Typ wirkt jetzt auch nicht so bedrohlich. Der ist eher im Vergleich jetzt zu Engels oder den anderen ein bisschen schmächtiger, graziler. Also das sind die schlimmsten. Drahtiger halt. Kurze Frage, was trägt ihr nochmal für Clans Farben? Grant. Also trägt nicht die Farben der Campus, sondern die der Grants. Das sind scheiß Verräter. Ne, das sind keine Verräter. Also das sind befreundete Clan der McGregors. Das ist ein befreundeter Clan von euch. Ja. Deswegen ja Verräter, weil er mit den anderen gemeinsame Sachen macht. Ja gut, Verräter ist immer noch die Frage. Es gibt halt Clan-Verbindungen. So, auf jeden Fall macht er hinten halt die Zelle auf. Und ich bete übrigens weiterhin auf Latein. Ja. Und die Dame geht halt rein und in der Zwischenzeit, also was du siehst, Engels, ist, die scheint sich um die Entführte zu kümmern. Nimmt ihr halt also das Oberteil ein bisschen ab und halt schiebt, obwohl sie halt verletzt war, guckt halt, fängt dann halt an, das abzuwaschen. Ein bisschen und scheinbar sowas wie Salbe aufzutragen, Band anzulegen. Und währenddessen. Wie wurde der Typ nochmal genannt? Jamie. Und du siehst, dass er halt die kleinen Farben der Grenze trägt. Mhm. Der Kopf von Engels hat so: Ey, Jamie. Er guckt. Und eine Hand aus den Gitterstäben winkt ran. Was ist? Ich dachte, die Grants wären Verbündete der McGregors. Nun, McGregors sind Geschichte. Sind sie nicht? Ja, ich weiß wohl, aber das solltet ihr nicht zu laut sagen. Bekommt euch nicht. Aber er tritt auf dich zu. Wie heißt du? Angus. Und du bist tatsächlich ein McGregor. Enkelsohn von Duncan McGregor, ja. Nie gehört. Naja. Ich gucke ihn an, wundert mich nicht. Nun, Grant, Jamie Grant. Und er streckt ihr die Hand entgegen. Meine Großmutter war eine McGregor. Warum arbeitest du jetzt mit den Campbells? Nun. Meine Eltern sind tot und mein Onkel hat mich aufgenommen. Meine Mutter ist eine Campbell. Moment. Oder war eine Campbell?
Er geht gerade kurz. Interessant. Was habt ihr mit eurem Hemd gemacht? Ist euch etwa warm? Durchaus. Er sieht wie ich schwitze. Ja. Ihr versucht doch nicht etwa auszubrechen. Natürlich tue ich das. Ihr solltet ja wissen, dass ihr dann wahrscheinlich nicht allzu weit kommen werdet. Und wenn ihr herauskommt, werden die Bluthunde euch finden. Dann werde ich euch nicht helfen können. Und jetzt kannst du uns helfen. Helfen? Für was helfen? Hier rauszukommen. Und den Rest kümmern wir uns. Sag mir einen Grund, wieso. Wieso sollte ich euch helfen? Oder was sollte es für einen Grund geben? Aus meinem lateinischen Gemurmel kommt das Wort Ehre und ich bete weiter. Ja, ich helfe euch jetzt im Moment, weil ich denke, euch wird ein bisschen kalt sein. Ich habe euch Decken mitgebracht. Und er guckt in Richtung der Frauen etwas anzuziehen. Also er macht so eine Bewegung, so eine Kopfbewegung. Dafür bin ich dankbar. Aber... Ja, Jamie. Nee, sprich. Nee, sprich. Ich würde nämlich fragen, hör mal, Jamie. Das war doch sicher deine Idee mit den Decken, oder? Nun, die anderen hätten euch keine Decken gebracht. Das war meine Idee, in der Tat. Ja, genau. Genau darum geht's. Was glaubst du, was die mit dir machen, wenn du uns hilfst? Nun, gegen Decken ist vielleicht nicht so viel einzuwenden, aber sollte ich helfen, auszubrechen, dann weiß ich nicht, was sie mit mir anstellen. Also. Reden die gerade Gälisch oder Englisch? Ich rede Englisch. Ja, dann wird er auch ins Englische verfallen in dem Moment. Also zwischendurch wird viel Gälisch geredet, außer Englisch reden, aber... Nee, Englisch wäre jetzt ins Gälische gefallen in dieser Zeit. Ich spreche auf jeden Fall irisches Englisch jetzt. Mit deutlich hörbarem irischem Akzent. Du hilfst uns jetzt mit den Decken. Ich glaube, das passt denen da oben auch nicht. Also egal, was du mit... Egal, in welcher Variante du uns hilfst, du kriegst Schläge von denen da oben. Richtig? Nun, das bin ich gewohnt. Ich werfe mal einen Blick auf den Mann gegenüber. Pennt der noch? Und das können wir ändern. Das andere schläft gut. Na, Gott sei Dank schläft der noch. Ganz ehrlich, Jamie, hilf uns. Sei das, was die Grants sind, dein Freund der McGregors. Weil dieses verlogene Pack da oben, die tun dir nichts Gutes. Ihr redet von den Söhnen des Duke of Argyle. Ich glaube, ihr kennt euch nicht. Ihr seid ihre. Ihr seid wohl mit unserem... Kenne ich die Geschichte? Kenne ich mich da aus? Duke of Argyle ist auch dir was bekannt. Und spätestens, wenn du den Film Rob Roy gesehen hast, den wirst du... Habe ich nicht. Ich hoffe mal für meinen Charakter, ob er ein Geistesbild hat. Was kann man da machen? Nur Geist? Geist ein bisschen. Vielleicht hat der Charakter den Film mal gesehen. Ich red weiter mit Jamie auf die Art... Sie sind dann ein verlogenes Pack, wenn sie uns so behandeln, wie sie es tun. Was weiß ich da geschichtlich bei zwei Fünfern? Bei Fünfern, also du könntest den Film tatsächlich mal gesehen haben. Rob Roy McGregor, vielleicht hat auch Angus mal was erzählt, ich weiß es nicht. Rob Roy war, ja... Auch ein so McGregor. Eine Art schottischer Robin Hood. Ja, schottischer Robin Hood, könnte man sagen. Viehdieb. Und der hat so, ja, Moment, das klingelt. Ja, Moment, bin gleich wieder da. Ihr Plan. Unser Meister will uns gerade gar nicht helfen, verdammte Axt. Wir müssen diesen Jamie von unserer Seite bringen. Ich glaube, wir sind ja, irgendwie. Und hoffen, dass der Werwolf noch was pennt, weil ich meine, es ist der Werwolf.
Oder? Engel? Engel, klar. Angus wollte ich sagen, nicht Engel, Scheinblässer. Wir müssen den wecken, den Werwolf. Ja, aber der würde uns auch zerreißen. Eben. Ja, ich denke, der will auch nach Hause. Er würde uns trotzdem zerreißen. Wir haben alle, oder die meisten von uns haben heilige Artefakte, die so ein Viech wahrscheinlich kurz bremsen. Kurz! Ja, sowieso, wenn es drauf ankommt, legt Angus den auch um. Ja, ich weiß. Mit Zähnen. Wir brauchen den Dingens. Wir müssen wissen, was mit dieser Frau ist. Und wir müssen vor allen Dingen raus. Mhm. Das Problem ist, ich glaube, ich werde diesen Jamie mal fragen, wie viel Zeit von der Nacht noch übrig ist. Ich glaube, das ist unser Problem. Aber arg viel ist nicht. Nee, kann nicht mehr so viel sein. Hm. Kommt mir aber gerade ganz recht, das ist bei Dinges schon wieder. Wir müssen aber gleich mal echt eine Pause machen. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich müsste zum Beispiel was Menschliches erledigen. Dann erledig's jetzt, solange das Büro weg ist. Tue ich leider. Auch. Ha! Bin direkt wieder da. Spannender Erfolg. Sein Hut spreche ich ihn auf seine Ahnen an. Schotten sind immer sehr, sehr bedacht, was ihre Ahnen angeht. Ja, genau, deswegen habe ich gerade Ehre von mir gegeben. Ansonsten hätte ich auch noch was, was ich probieren könnte. Du willst ihn aber nicht anflirten, oder? Warum nicht? Ich wusste es. Ich wusste, ich bin gut. Ey, komm. Du weißt es ja, nicht. Nee, mach. Nein, ich sag ja, mach. Das funktioniert sicher toll. Also ich habe sowas Nettes, das nennt sich charmantes Lächeln. Oder gewinnendes Lächeln, besser gesagt. Das hat der Reverend auch, wenn er so sagt, ich hasse mein Leben. Naja, aber sie ist ja eigentlich auch eine ganz süße und liebe. Ja. Ich glaube, das wird durch das, wie sie spricht, wird das ein bisschen gemildert, leider. Warum habe ich gerade Star Trek 5 im Kopf, wo Uhura die Wachen ablenkt? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Dafür habe ich jetzt gerade im Kopf, wie in Shoot is Manitou der Zwilling von Dingens im Hasenkostüm auf der Klippe steht. Soll ich sie noch einmal ablenken? Genau. Na Gott. Nein. Winnie Touch. Ja. Soll ich sie noch einmal ablenken? Uah. Schneller! Schneller! Müssen wir aufpassen, sonst kommen wir ins Copyright rein. Ja. Ich hab doch nur schneller gerufen. Ja, ja. Für dich. Ja. Aber Cartman, du hast am Wochenende was verpasst, ey. Du hast am Wochenende was verpasst, ey. Was hab ich denn verpasst? 10 Jahre Festung. Ja gut, ich wollte kommen, aber ich habe das Auto nicht bekommen. Es ist gesünder. Ja, mach mal. Das waren in Summe 30 Stunden totale Vernichtung. Aber ich hoffe, dass ich zum Maifest komme. Ja, wird lustig, glaube ich. Mit Little Dütz im Schlepptau. Nein, da bin ich mal gespannt, was das für eine Wesenheit sein soll. Ich weiß nur eins, es wird, egal was wir machen, es wird extrem schlimm. Dütz müde, Dütz schlafen. Ja, Dütz im Krieg gewesen. Was? Dütz im Krieg gewesen, das Wochenende, das ist Na so. Was auch sehr schön ist, wir wurden ja geehrt und alles, aber was ich hier für ein Frühstückchen hier bekommen habe, weißt du, das ist... nett, ist ja nett hier. Ja, das Schöne war, wir haben die bekommen und die hatten sie von vornherein gekühlt, ich hätte sie mir gleich da ins Gesicht schütten sollen. Hätte ich das Wochenende, glaube ich, besser überstanden als jetzt. Du hast es doch überstanden. Nein, habe ich nicht. Das sieht nur so aus. Ich bin Animatronik und ein Hologramm sucht das aus. Bin ich mir echt.
Meine wahre Wesenheit liegt irgendwo da hinten im Koma. Du meinst bei Skipper? Stützes Trinium. Oh ja. Ja, genau. Sag ja, ich bin einfach nur noch Animatronik. Also es wäre super, wenn wir bis zum Ende der Sitzung heute zumindest wieder in unserer Welt wären. Ja, das wäre ein Vorteil. Okay, das würde euch so passen, ne? Wir nehmen das Ziel geringer aus den Zellen raus. Mhm. Und dann kommen du verdammt nochmal, du erinnerst dich daran, ob da irgendwo ein fucking Geheimgang ist. Die Frage, die ich mir aber gerade gestellt habe, ist, warum ist der fremde Clan in eurem Haus? Ja, das macht wie lange lebt deine Familie Sinn. Schon in diesem Haus? Das Ding ist, das ist kurzer Abriss zur Geschichte der McGregors. Im Jahr 1603 gab es eine Schlacht zwischen McGregors und Campbells. Und ja, da war James der König von England, klar, der war dann natürlich nicht mehr in Schottland. 200 McGregors gegen 600 Campbells. McGregors haben alle abgeschlachtet. McGregors haben alle abgeschlachtet. Die Zahl der Gegner ist um ein lächerliches Vierfaches höher als. Nein, aber diese Legende gibt es wirklich nicht. Ja, ja, klar, logisch. Passt so schön. Die Gegner waren dreimal so stark wie die McGregors. Verlusten auf Seiten der McGregors 2. So, da bin ich wieder. Ja, und die sind in einer Alkoholvergiftung gestorben, während sie gekämpft haben. Ja, natürlich. Und nach dieser Schlacht wurde von James, dem 6. der Clansname McGregor praktisch outlawed. Und seit 17. Also wenn du James den 6. von Schottland meinst, meinst du James den 1. von England. Gut, dann ja. Weiß ich, wo wir sind. Okay, also ihr habt jetzt gerade von der Schlacht gegen die Kaluns. Ja. Ja, genau. Nein, meine Frage war, wieso haust dieser Clan in dem Haus seiner Ahnen? Das weil war meine Frage gerade. Weil sie es widerrechtlich annektiert haben. Schwöre. Das korrigieren wir später wieder. Was wurde widerrechtlich korrigiert, annektiert? Das Anwesen der McGregors. Das Anwesen der McGregors, oder der Besitz der McGregors, wurde Anfang des 14. Jahrhunderts von Robert de Bruce an die Campbells übertragen. Als Belohnung für den Freiheitskampf gegen England. Moment. Wurde offiziell der Besitz der McGregors den Campbells zugesprochen. Was aber nicht heißt, dass sie den Besitz dann automatisch kriegen oder haben würden, so auf dem Präsentierteller, sondern das heißt, ihr habt das Recht, das Land in Besitz zu nehmen. Aber sie mussten es erst in Besitz nehmen, weil die McGregors da noch lange Zeit waren. Und irgendwann haben sich die Campbells im Laufe der Zeit, so im 16. Jahrhundert, so langsam und 17. Jahrhundert annektiert. Ja. Mit Gewalt. Weil es Arschlöcher sind. Aber den zügel deine Zunge, Angus. Den rechtlichen Anspruch hatten sie durch Robert de Bruce. Und das war halt für die McGregors ein bisschen fatal. Aber so viel zum geschichtlichen Hintergrund hierzu, weshalb es da zwischen den Campbells und McGregors immer Spannungen gab. Weil die McGregors quasi auf dem Land der Campbells gehaust haben, dass den Campbells zugeeignet worden ist. Das ist der Hintergrund. Kommt von Robert de Bruce. Naja, der Name sagt mir was. Englische, schottische Geschichte kann mir kaum einer was. Das weißt du ja. So, weil Robert de Bruce wurde von den Campbells maßgeblich unterstützt damals. Naja. Aber sei es drum, das ist Geschichte. Wir hatten es von Rob Roy. Rob Roy war ein McGregor und hat so Anfang des 18. Jahrhunderts gelebt. War sind wir vollständig. Gut. War ein Viehdieb. Im Film wird das sehr glorifiziert. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Gilt aber sowas wie als schottischer Robin Hood und Freiheitskämpfer ein bisschen. Gibt voll einen Film mit Liam Neeson, aber der ist arg glorifiziert worden. Kommt von einem Gedicht, das einer mal, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, mal geschrieben hat, das verhalf den McGregors dann so langsam wieder ein bisschen positive Publicity zu kriegen. Wurde alles ein bisschen verklärt in der Geschichte, in der Dichtkunst. Sei es drum, Jamie steht da und ihr versucht ihn jetzt gerade zu bezirzen. Würfe doch mal auf. Oder erklärt doch, ne, bezirzt doch. Will mir nicht vorstellen, wie ein Schotte und ein Ire einen anderen Schotten bezirzen. Danke. Ich bezirze niemanden.
Ich spreche ihn auf seine Ehre an. Nun, du sagst, soll ich Seele und Charisma meine Cousins lügen. Wo haben sie euch angelogen? In welchem Punkt? Sie haben doch euch sicher gesagt, dass. Sie haben doch dir sicher gesagt, dass wir die Bösen wären, oder? Nun, Engels ist ein MacGregor. Wisst ihr nicht, du was es auch. Wisst ihr nicht, was es bedeutet, ein MacGregor zu sein? Du bist auch einer. Zum Ich Großteil. bin ein Grand. Ich habe MacGregor-Blut in mir, genauso wie Campbell-Blut, aber ich bin letztendlich ein Grand. Ja, aber immer noch genug MacGregor. Ich sehe das vielleicht nicht so eng wie meine Verwandten, aber das Gesetz sagt eindeutig, es ist verboten, die Farben und den Namen MacGregor zu tragen. Ich gucke ihn an. Wir sind Schotten. Seit wann halten wir uns an Gesetze? Recht hat er. Nun, ich finde ihn breit an. Er grinst so ein bisschen zurück. Nun, man sollte sich halt nicht erwischen lassen, nicht wahr? Richtig. Wir sind Schotten. Wir lassen uns nicht erwischen. Nun, naja. So, jetzt weiß ich nicht. Redet ihr jetzt eher in Englisch oder redest du immer noch in Gälisch? Ich rede Ihnen auf Gälisch schon. Also wird das so. Okay, dann hören die Damen halt, wie ein paar Brocken auf Englisch und der Rest auf Gälisch geredet wird. Also ihr versteht Bahnhof. Hättet ihr vielleicht die Güte, in einer Sprache zu sprechen, die wir auch verstehen? Sag die Richtige. Ich guck unseren Reverend böse an. Ich grinse breit. Er dreht den Kopf und... Ich sag die Worte aber ruhig und freundlich, ja? Er guckt dich an und er guckt dich auch ruhig und... Wen? Relativ. Mich. Okay. Ne, also, ihr seid Engländerin. Das war gerade... Nee, war nicht im Game. Sonst würde ich euch besser verstehen. Und die anderen? Wo seid ihr her? Er guckt jetzt Richtung Pfarrer. Gut, ihr seid wohl Ire. Nordire. Belfast. Nordire. Aus dem Norden Irlands, meint ihr? Ja, nennen wir es so, ja. Ich komme aus Belfast, ja. Belfast. Und? Gegenüber bei euch bei Holyhead. Versuch es wert. Nun, da war ich leider noch nie. Aber die Insel soll sehr schön sein, wie ich gehört habe. Sie ist grün und der Whisky ist gut. Mehr braucht keiner wissen über Irland. Ja, bei Whisky, da könnte man ja noch diskutieren. Aber auch unsere... Old Bushmills Single Malt Whisky. Ich weiß nicht, gibt es das schon zu der Zeit? Also wenn ich glaube, ich will ganz kurz. Du als Meister musst wissen, in welchem Jahr wir sind. Belfast wurde erst 1603 gegründet. Das gibt's da schon. Reicht. Gut. Dann ist gut. Zu der Zeit, wo wir sind, ist Belfast 140 Jahre alt. Dann ist gut. Es steht nämlich 1603 wurde Belfast gegründet. Moment, dann ist okay. Aber ihr wisst ja noch gar nicht, wann und wo ihr seid. Wo ihr seid vielleicht, aber wann wisst ihr ja noch gar nicht. Aber ihr wisst nur zur Zeit, wo die MacGregors verboten sind. Das heißt also zwischen 1600 schieß mich tot und 1700... Engels wird es wahrscheinlich genau wissen. Also zwischen 16... Moment, ich gucke kurz in meine Unterlage nach. Die Bushmills Distillery gibt es seit 1608. Ja, gut, aber ob das jetzt... So also es ist doch Engels Schuld, dass wir da sitzen. Super. Zwischen 1603 und 1775. Also schon. Na gut, ihr wisst ja nicht, wann ihr seid. Na gut, du hast gesagt, vor 300 Jahren. Das ist irgendwie 1700 gewesen. Ja, es ist OT gesagt. Du bist nicht in-game. Ja, klar. Im Moment. Nee, ihr könnt rein theoretisch abschließen, wann wir sind. Und ihr, woher seid ihr? Mit dem Blickkontakt ist es ein bisschen... Also er meint mich jetzt, ne? Ja, er guckt in deine Richtung. Weiß nicht, ob du gerade so mitbeteiligt bist oder ob du irgendwo schlotternd in der Ecke sitzt. Naja, man kann trotzdem beteiligt sein und schlotternd sitzen, aber ja, sie hat so die Arme so ein bisschen um sich geschlungen. Also, guck mal in deine Richtung, wenn er dich reden hört.
Sie hat die Arme so ein bisschen um sich geschlungen, sieht natürlich so ein bisschen verloren aus, ziemlich kalt vor allem. Er hat die Decken ja noch nicht verteilt. Ja. Und meint so ganz kleinlaut, ich komme aus London. Also auch Engländerin. Euch scheint kalt zu sein, aber ihr habt ja auch wohl sehr dünne Kleidung, wenn auch seltsame Kleidung an. Ihr seid alle seltsam gekleidet, bis auf Angus. Angus. Ich hab's ihnen angeboten, sie wollten nicht. Nee. Gut, mit McGregor-Klamotten hier oder Kleidung rumzulaufen. Und ohne euch zu nahe treten zu wollen, ihr beide, aber in ihrer Nordwehrrepublik trägt kein Geld. Die Iren tragen durchaus auch Kilt. Schnauze! Ist ja nichts, als ob wir das schon alle gewusst hätten. Also, ich weiß ja nicht, wie, als Mann fände ich das ja jetzt schon sehr, sehr unbequem. Zwickt es nicht? Oder mag ich das? Meint der jetzt nicht, oder was? Ja, er guckt in deine Richtung. Rebecca prustet tatsächlich auch so ein bisschen. Aber ihr habt ein seltsames Tartan. Ich stelle mich... Das ist ja sehr ungewöhnlich. Trägt man das so in Irland? Genau. Da, wo ich unterwegs bin, trägt man das so. Und ich schwinge so etwas meinen Hüften. Meine Eier sind warm. Es gibt durchaus Mittel und Wege, wie man die warm halten kann. War Engels? He doesn't even know. Zu Engels geht nur ein. Wie war das noch mit dem guten Tagen und dem Lippenstift? Erstens, vollpinkeln kann ich mich auch. Zweitens, Kohlepfännchen am Sack, blöde Idee. Und apropos kalt, er geht los, packt wieder sein Bündel und ich weiß ja nicht, wie man das schon als Mann solche Beinkleider tragen kann, aber als Frau, also in England scheint es jetzt neuerdings eine seltsame Mode zu geben. Das ist äußerst bequem. Das bin ich, die weint, nicht mein Charakter. Außerdem, ihr wisst doch, was der letzten Frau geschehen ist, die Hosen trug, sich wie ein Mann gekleidet hatte. Moment, mein Charakter... Ich guck so zu den Damen rüber. Ja, Angus, hättest du besser was anderes angezogen? Vielleicht wäre es besser, wenn ihr dies hier tragen würdet und und ich habe euch noch eine Decke mitgebracht. Also er packt dann zwei Stoffbündel jeweils zusammen und drückt dann eins durch die Gitterstäbe bei Rebecca und eins durch die Gitterstäbe bei Barbara. Vielen Dank. Und bei den Haaren, also bei den anderen legt er bei dem gegenüber von Barbara legt er eine Decke rein, also der rührt sich nach wie vor nicht. Gott sei Dank. Und dann tritt er zu dir hin, Frederik, und gibt dir eine kratzige Decke. Also die Decke ist nicht vergleichbar mit einer heutigen Flauschdecke, sagen wir es mal so. Ich nehme das Ding an. Falt die einmal zusammen, legst du mir so um den die Schultern. Ah, Kambodscha 2006. Kambodscha 2006? Ah, lange Geschichte. Was du wissen solltest, wenn es dich interessiert, ich bin Soldat, ich halte alles aus. Ihr seht nicht aus wie ein Soldat. Ich sehe auch nicht aus wie ein Soldat. Ich weiß es dir. Angus und ich sind Soldaten.
In welcher Armee? Britannien. 51st Regiment of Foot, Black Watch. SAS. Oh, ich muss überlegen, ob es die Black Watch schon Gab gab. es, gab es. Und die Grants waren in der Black Watch. Er guckt dich Könnte an. Und helfen. die Grants sind mit die Gründer, der, unter anderem mit die Gründer der Black Watch. Black Watch. Was weißt du über die Black Watch? Nemo mei impune legacit. Das Motto der Black Watch auf Latein. Naja, weiß nicht, da gibt es vielleicht einen bestimmten Gruß und er wird den Gruß erwidern. Ich glaube, jetzt hat er einen Kumpel. Aber du wirst eine Einheit genannt haben, die er nicht kennt. Ich kenne diese Einheit nicht. Das ist die Einheit der Black Watch. Die Black Watch ist diese Oder. Einheit, das 51st Okay, gut, Regiment of Foot. ich weiß nicht, wie das damals war. So vor 300 Jahren, also du hast mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Ha! Ja, also das weiß ich, das ist das Spielleiter, wie es das fällt. Ich weiß, dass die Wollte gerade Grenzen sagen, nicht meistens waren. hast du nicht vorbereitet. Ja, das, ich habe mich da jetzt nicht mal eingelesen. Schon eine Weile her. Gut. Ich kenne dich nicht. Ich kenne keine MacGregor, sondern Blackwatch. Alles mir tut. Was denkst du, warum du keine kennst? Erklär es mir. Na. Wer die andere Glanzfarben tragt. Zum Beispiel. Viele von uns haben damals ihre Clansfarben abgelegt, um nicht so zu enden wie ich. Bist ja auch ein Sturkopf. Hast du wohl Nein, er recht. ist Schotte. Ist das Gleiche. Nun. Aber mir wäre nicht bekannt, dass Iren in der Blackwatch dienen. Ich diene auch nicht in der Blackwatch. Ich diene beim SAS. In der britischen Armee. Britische Also, Spezialeinheit. Kennt ihr nicht in ein Schottland? Ire in der britischen Armee. Jetzt guckst du wieder Richtung Engels und ihr seid mit ihm befreundet. So kann man es sagen. Besser als Briten. Hey! Besser als. Besser als Briten. Er kriegt einen giftigen Blick von mir. Wie gesagt, vor mir kommt ein Ey. Wenn die zwei mich sehen können, lege ich einen Finger auf die Lippen. Ja, unsere Charaktere dürfen trotzdem ein bisschen empört klingen, sonst ist es nicht real. Seid Ich ehrlich setze zu es mir, hin. seid ihr Spione? Nein. 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 Bei unserer Ehre, nein. Ah, ich verstehe, dann ist der Ire ein Spion, den man in der britischen Armee eingeschleust hat. Richtig. Ihr wisst, die Iren sind crazy, die Irish are crazy. Er guckt so ein bisschen verstehen, guckt so in Richtung Frederick, grinst ihn an. Ich mag genau dieses Gesicht. Ah. Währenddessen hat er den Damen ja den Rücken zugedreht, wohl wissend, dass ihr Von euch Rebecca gewinnt. kommt ganz leise nur ein. Das wird mein Redakteur mir nie glauben. Was Wieso habt ihr denn meint mit er? den, was habt ihr denn mit den Sachen gemacht, die euch da reingereicht worden sind? Ich gucke sie mir an, was es ist. Ein relativ einfaches Kleid. Boah, er frischt mir alles drin ab. Genau, das ist doch mein Also erster derbe Gedanke. schottische Frauenkleidung. Der Zeit angepasst. Also quasi letzte Schrei in Glasgow. Achso, ich dachte, ihr seid. Ich habe mich OT vorhin vertan. Die Blackwatch ist die 19th Light Infantry. Kurze Frage. Der Typ steht ja mehr vor Frederick als vor Angus, richtig? So zwischendrin. Scheiße. Okay, damit hat sich das alles schon erledigt. Ihr kommt beide nicht dahin dran, wahrscheinlich. Das wäre wenn Rebeccas Aufgabe gewesen. Richtig. Wir sollen ganz jetzt mal ernsthaft, wir sollen ein Kleid ins. Naja, ich brauche Welches vielleicht nur über die Material hat das Nachtklamotte Kleid? ziehen. Da ist halt noch ein Ja. bisschen Platz zwischen den Zellen. Also, das steht jetzt wieder vor den Zellen, steht nicht direkt vor euren Zellen. Was ist denn da drin, außer der Decke? Nur ein Kleid? Diverse, also ein Kleid halt, ja, mit ein bisschen Unterkleidung vielleicht noch.
Aber in hauptsächlicher Linie jetzt ein Oberkleid. Ein relativ einfaches. Ja, okay, da, gut. da, wo Bero und ich herkommen, heißt es etwa a hem und a hose. Ja, also auf die Art. Also scheinbar halt auch schon gebraucht, aber sauber durchaus. Ja, es ist dann so ein... Gott, wann habe ich das letzte Mal so ein Kleid getragen? Vielleicht mal irgendwo... Hilft wahrscheinlich gar nichts. Oder auch der Mittelalterveranstaltung. Nein, beziehungsweise sie meint damit ein normales Kleid, womit man nicht auf den Ball geht. Ja, ja, mein Charakter denkt sich das Gleiche. Ja, sie hat es vor sich hingemurmelt. Ich würde gerade sagen, ist doch gar nicht so lange her, dass ihr Kleider anhattet, aber das waren ja... Das waren ein bisschen andere Kleider. Das war das Kleid. Schläft der Typ von gegenüber noch? Mit diesem warmen Der ist immer noch am Schlafen, ja. Also man hört so leichte Atemgeräusche. Ab und zu bewegt, scheint er sich zu bewegen, aber nicht wirklich viel. Ich zieh das Kleid an, aber den Mantel wieder drüber. Ändert ja nichts an den Ketten. Ja gut, der Mantel ist, also trotz des Kleides ist ja ein bisschen frisch noch, also den Mantel kannst du ja natürlich gut drüber tragen. Eben. So, wenn aber die Möglichkeit besteht, wenn ich weiter in Hosen rumlaufe, dass sie auf den ganzen Gedanken kommen, mich zu köpfen, weil ich weiß, von wem die sprechen. Die wurde verbrannt übrigens. Ja, Johanna von Orleans. Ich müsste eigentlich auf meinem Kampfanzug sogar noch das Wappen der SRS drauf haben. Das wird ihm noch nichts sagen. Ja, nur, dass er sieht. Ja, er sieht das Wappen wohl, also. Ich ziehe mir das Kleid übrigens über die Nachtklamotte. Na gut. Auch das klingt vielleicht logisch. Also wenn du es genau wissen willst, Jamie, SAS, Special Air Service. Das heißt, wir kommen wie die Vögel, die Geier, die Dämonen oder sonst irgendwas über die Feinde. Wie die Dämonen? Da bekreuzigt sich. Ich glaube, das war das Falsche, Frederick. Nein, nein, ich weiß, was ich tue. Er guckt Engels an. Was meint er damit? Die kommen wie die Vögel und wie die... The Irish. Ah... Damit werde ich endlich die ganze. Ja. Werde ich in den Reverend jetzt die nächsten Wochen mit aufziehen. Stell dir vor, Jamie, du hast einen Gegner, den du nicht siehst, der wie ein Vogelschwarm über euch kommt und ihr dann weg seid. Also so. Von so einer britischen Armee habe ich noch nie gehört. Da siehst du, wie gut wir sind. Ihr seid merkwürdig, aber ihr. Oh ja! Drum ist es ja vielleicht gut, wenn ihr euch davon was. Darf ich euch etwas fragen? Ja. Welchen Tag haben wir heute? Ihr wisst nicht, welchen Tag wir heute haben. Ich bin durch die Sache vorhin so verwirrt, dass ich. Ja, ich habe durch eure. Wie sagt man? Nicht Anwesenheit, helft mir mal da. Durch euer Auftauchen vorhin bin ich total durcheinander gekommen. Wir schreiben den 25. Dezember 1743. Stimmt. Moment, wann wurde das letzte Kelpie nochmal kaputt gemacht? Nein! Kelpies? Nein, das ist eine OT-Frage. 1743. Ich weiß es nicht. Ich wollte nämlich ein Datum haben. Ich weiß es nicht. Du hast irgendwas von 1700 Schlag mich tot geredet. Kann sein, aber ich müsste jetzt ehrlich gesagt, also Kelpi habe ich jetzt keine akute Sage. Verrat, wann das war. Es kann auch besser sein. Mein Rechner rechnet gerade mal, wie viele schöne Jahre wir in die Vergangenheit gereist sind. Ich wünsche mich vor unserem Kamin den Weihnachtsbaum. Leckeres Frühstück. Habe ich doch eben gesagt. Na gut, 1743, jetzt rechnen wir mal zurück. Ich bin schon ein paar Jahre träufzig. Rechne dir mal was. Jamie, verrückt oder nicht, wir sind Soldaten. Und Angus? Wir sind Waffenbrüder. Wir sind Waffenbrüder. Und Angus das kann kämpft nicht sein. Ganz, ganz Ihr redet Blödsinn. Das Warum? Kann ich dir beweisen? Gib mir eine Schusswaffe. Ich kann dir keine Schusswaffe geben. Stell mir eine Frage zur Blackwatch, die niemand anderer außer ein Mitglied der Blackwatch beantworten kann. Good point. Gut.
Vor allem kann er sie auf Gälisch stellen, weil wir es ja nicht verstehen. Wir können ihm auch nicht reinreden. Er wird dich fragen nach dem Gründer der Blackwatch. Ich werde ihm den Gründer nennen, den werde ich IT wissen. Ja, den wirst du IT wissen, ja gut. Ist ja auch kein großes Geheimnis. Er soll ihm eine Frage stellen, die keiner außerhalb der Blackwatch beantworten kann. Und er fragt so einen Schlons. Oh, ja, es ist schwierig, was er da jetzt. Er ist sehr, sehr verwirrt. Aufnahmeritus. Genau, Aufnahmeritus. Haben die geheime Menschen? Aufnahmerituale, würde ich nach dem Aufnahmeritual fragen. Das wahrscheinlich runterbeten können. Drei Fässer Scotch trinken und dann geradeaus laufen. Wir werden nur mit Kills bekleidet. Also gut, also was, wir können es abkürzen, was er dich fragt, wirst du ihm beantworten können. Richtig. Oh Gott. Es kann nicht sein, dass ihr Waffenbrüder seid. Und in der Zwischenzeit kommt die Frau raus und die redet auf Gälisch. Guckt und nur so flüchtig zu euch. Oder halt in Richtung Angus, dann scheint ihr gut zu gehen. Ich habe ihre Verletzung untersorgt und sie braucht noch ein wenig Ruhe und. Ich kann nicht mal fragen, weil ich es nicht verstehe. Krrr, sonst würde ich wissen wollen, was das für Verletzungen sind. Ja, ich habe getan, was ich tun konnte. Warum können wir keine Waffenbrüder sein? Erklär mir das, Jamie. Ganz einfach, weil die Blackwatch schottische Kämpfer sind und, wie ihr sagt, gehört ihr zur britischen Armee. Ich hab nicht von ihm gesprochen, ich habe von uns beiden gesprochen. Und ich zeige zwischen Jamie und mir hin und her. Ach so, ja, natürlich. Wir sind Waffenbrüder. Jetzt, ich habe dich... Oh, dann habe ich dich falsch verstanden. Ich dachte, du hättest gemeint, der Frederik sei dein Waffenbruder. Nein. Ja, dann habe ich das falsch verstanden. Wir sind Waffenbrüder auf andere Art und Weise. Gut. Ich denke, ihr solltet jetzt schlafen. Morgen. Ich schaue nochmal eindringlich an. Denkt dran, das Regiment hält zusammen. Ja, vielleicht sehen wir uns ja bald in der Schlacht wieder. Wenn die da oben was zu sagen haben, dann wohl nicht, mein Freund. Gut, das wird sich zeigen. Ich gehe ans Gitter und guck Jamie nochmal an. Was fehlt der Frau? Sie hatte wohl Verletzungen. Offensichtlich ist sie von einem Tier angegriffen worden. Ein Wolf? Könnte ein Wolf gewesen sein, Krallen. Also die Frau steht da. Meine ganz blöde Frage, Jamie. Was sie mit Angus vorhaben, wissen wir ja. Was wird mit uns passieren? Nun, bei euch Frauen, denke ich, dass man euch in den Clan integrieren wird. Ja, die werden verheiratet. Das sage ich IT. Ihr werdet verheiratet. Oder verkauft, je nachdem. Nun, verkaufen würde ich jetzt eher nicht denken, aber... Stimmt, ging ja mit Gift weg. Nun, ihr seid zwar Engländerin, aber wir sind da nicht so... Nee, man sieht richtig, wie Rebecca sich auf die Zunge beißt. Ich denke, sie werden euch einen der Männer zuweisen. Euch verheiraten. Ihr werdet integriert und Angus und ich werden hingerichtet. Ganz einfach. Und was ist mit ihm? Ich deute auf Gegenüber. Was ist mit ihm? Kennt ihr ihn? Nein. Aber wenn ihr Angus und Frederik hinrichten wollt, dann müsstet ihr es mit ihm genauso machen. Barbara, er ist schwarz, ja. Den verkaufen sie nach Amerika. Ach, natürlich. Wer spricht denn von hinrichten? Gut, bei McGregor
könnte es und darauf hindeuten, aber zum Glück haben die oben nichts zu sagen. Duke wird es entscheiden, aber... Jamie, jetzt sag mir noch bitte mal einen Schotten, der einen Gefangenen ihren Leben lässt. Ja? Und der eine von den Typen, die uns einkassiert haben, hat gesagt, er würde am liebsten Angus auf der Stelle aufknüpfen, aber das wird sein Vater entscheiden. Also, was denkst du, wird passieren? McGregor, kann ich dir nicht sagen. Die Chancen stehen schlecht, so leid es mir tut. Merkst du bei was? Bei euch, ihr seid kein McGregor, gehe ich mal von aus. Die Chancen sehen so schlecht, wie du sie schlecht stehen lässt. Eben. Wie ist euer Name denn übrigens? Mein Name ist Jamie Grant. Lieutenant Reverend Frederick Fitzpatrick. Lieutenant? In der britischen Armee, ihr habt es weit gebracht für einen Ehren. Notwendig. Es ist gut zu wissen, einen Verbündeten in solch einer Position zu haben. Einen was? Einen Verbündeten in solch einer hohen Position zu haben. Ihr werdet sicher einiges berichten können. Frederick. Könnte sich für euch auszahlen. Frederick, lasst ihn. Er wird einfach zusehen. Ja, natürlich. Ich weiß, aber... Was ihr alle in-game, eure Charaktere wisst, wir schreiben jetzt Ende 1743. Ich glaube, im Frühjahr 1745 war die entscheidende Schlacht mit der Niederlage für die Schotten. Mhm. Spätestens... Nein, das kann mein Charakter nicht sagen. Scheiße. Nein, mein Charakter hat nichts gesagt! Aber, Jamie, ich bin nicht nur Soldat, ich bin auch Geistlicher. Wollt ihr einen Priester hängen? Oder sonst irgendwas? Wie mein Cousin schon sagte, ihr seht nicht unbedingt aus wie ein Priester, aber... Muss ich wie einer aussehen, um einer zu sein? Nun, es ist eher ungewöhnlich, dass ein Priester gleichzeitig Kämpfer sein soll. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe noch nicht... Ich töte niemanden. Ich stehe aber mit... Und das sorgt für unser Seelenheil. Ja, ich stehe für das Seelenheil meiner Kameraden ein. Nun, dann habt ihr sicher eine ehrenwerte Aufgabe. Ja, in der Tat. Darum kann ich das nicht gutheißen, was hier passiert. Ihr seid sehr, sehr seltsam gewandet für einen Priester. Ich bin auch im Einsatz gewesen, mehr oder weniger. Wir waren Priester oben sind im Kampf sehr unpraktisch. Beziehungsweise genau. Im Feld. Stellt euch vor, ihr fällt über den Rocksaum. Irgendwo, in meinem SAS-Wappen müsste ich sogar irgendwo ein Kreuz drauf haben, wo man sagen kann, siehst du das hier? Ja. Siehst du das hier? Das weist mich aus als Geistlicher im Einsatz. Was du hier als meine Clansfarben oder Tartan identifiziert hast, ist ein Anzug, um im Wald nicht gut gesehen zu werden. Tarnung. Ich sagte doch, du wirst... Er guckt in Richtung Angus. Tarnung. Du würdest uns nie sehen. Er spricht ihn auf Englisch, auf Gälisch dann an Tarnung. Mach dir mal Gedanken. Du bist im Wald, ja. Ist sehr, 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 sehr unmännlich. Seit wann tragen die Briten, seit wann verstecken sich die Briten? Ist also die eher... Ich verstehe den nicht. Deshalb darf ich hier grinsen. Ihre roten Kleidung noch sehr unverkennbar. Ja, aber ihr kennt die britischen Jäger. Die tragen auch grün. Und man sieht sie sehr erst im letzten Moment. Es ist seltsam. Sehr, sehr seltsam. Er spricht wieder auf Englisch. Also, ich habe dir gesagt, ich gehöre zu einer Spezialeinheit, die der Feind nicht sieht, bis es zu spät ist. Und hier stehe ich vor dir in einem Anzug, den du im Wald nicht siehst, selbst wenn ich neben dir stehe. Also, unterstreicht das meine Aussage oder eher nicht? Nun, ich bin kein Rotrock. Es ist trotzdem merkwürdig, aber es ist spät. Ich werde darüber nachdenken.
Aber nicht so lange. Ja. Freund, nicht so lange. Ich denke, ich bin euer kleinstes Problem. Im Gegenteil. Du könntest aber eine der größten Hilfen sein, wenn du dich richtig anstellst, mein Freund. Frederik, du redest umsonst. Ich weiß, aber ich möchte es versuchen. Einen kleinen Tipp. Wann wird er eigentlich wieder aufwachen? Wer denn? Ich deute auf die Zelle gegenüber. Wer weiß. Frühstück ist fertig. Ja, was du halt siehst, er bewegt sich so hin und wieder. Ich krieg große Augen. Das ist halt wie jemand, der sich halt im Schlaf bewegt, irgendwie. Ich teilweise auch so ein bisschen hin und her wirft. Aber scheinbar trotzdem noch nicht am Aufwachen. Er hat auch die ganze, also zumindest mal bisher nicht reagiert auf die, und er war nicht leise da drin. Naja, das ist er macht aber bisher, nicht er macht bisher keine Anstalten, da aufzuwachen. Nun, Jamie, dann wieder, ja, ihr redet merkwürdig, ihr gebraucht auch eine komische Sprache, einen komischen Dialekt. Ich soll euch auch sagen. Ich werde nun euch verlassen. Ihr seid sicher müde, eine angenehme Nacht. Ja, ihr solltet ausschlafen und... Bei dieser... Gibt es das Wort Komfort zu der Zeit schon? Ja, ne? Nein. Ein anderes bei Wort dafür, helft mir mal gerade. Na gut, bei wenn du halt kannst ja sprechen, wenn er was fallen ist, halt ich verstehen. Bei dieser Unterbringung werden wir schlafen wie Babys. Es ist wie im Ritz. Ja... Guckt dich seltsam an, also guckt so ganz seltsam und versteht deinen Spruch zwar, aber versteht dich jetzt nicht unbedingt. Und Jamie, eine Sache noch. Meint. Jamie, ein Tipp, wenn du dich ins Bett legst, die Augen schließt, denke darüber nach, wie du deiner Familie und der Blackwatch Ehre tun kannst. Oh, das und damit setze ich mich wie... Damit setze ich mich wieder auf meine Pritsche und bete weiter. Und keine Sorge, das mache ich jeden Tag. Und er dreht sich dann um und geht dann. Moment mal. Da es ja alles gute Christen sind, werden sie ja wahrscheinlich ein bisschen Latein verstehen, weil die Messe wird immer nur in Latein gelesen. Versteht ist noch die andere Frage. Er wird es nicht sprechen, aber er wird zumindest grob wissen, worum es geht, wenn er es alle Nase lang vorgelesen und eingeprügelt kriegt. Ich stimme deutlichst ein Gebet für sein Seelenheil an. Ja gut, wenn er das so noch mitkriegt, hab Dank. Auch ich werde euch in mein Nachtgebet einschließen. Ja, es wird notwendig sein für euch wie für mich. Und mit diesen Worten dreht er auch um und geht dann raus. Mit der Frau und macht die Tür zu? Die Frau geht auch raus, ja. Und die Zelle von der jungen Dame zu? Die ist wieder geschlossen worden in der Zwischenzeit. Die hat er noch abgeschlossen, bevor er gegangen ist. Ich warte, bis man ihre Schritte nicht mehr hört. Oh, die verklingen dann so langsam, klopp, 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 werden dann hoch. Ich werde keinen verdammten Schotten heiraten. Nein, ich auch nicht. Also, Angus, lass dir was einfallen. Haben die Mädels sich eigentlich in der Zwischenzeit umgezogen? Ja. Haben sie gemacht. Du hast dabei mehr oder weniger zugeguckt. So schräg gegenüber Barbara durch das. Obwohl, wenn du dich in den hinteren Teil der Zelle zurückgezogen hast, hast du nicht gesehen, aber dafür der Reverend, falls sie geguckt hat. Naja, da ich mir das Kleid einfach über die Nachtklamotte gezogen habe und dann den Bademantel wieder drüber, quasi. Im Zelt sieht man nicht viel. Es ist ja auch jetzt nicht rum, dass ihr da wahrscheinlich großartig die Show abgezogen habt und außerdem waren die ins Gespräch vertieft. Also ich glaube nicht, dass sie euch da gedanklich ausgezogen haben. Ich weiß nicht, wie lange er noch schlafen wird. So unruhig. Angus macht sich wieder an die Arbeit. Ich find's genial, dass Angus nicht fragt, wer gemeint ist. Ja, er schläft unruhig. Der hat gerade andere Probleme. Was er aber mitkriegt, ist, dass auf der Zelle nebenan Rebecca gegenüber von Angus so langsam Geräusche zu hören sind.
wie die Frau anfängt zu stöhnen. Und Schmerzen und halt sich auch bewegt. Und Schmerzensschrei ausruft, als sie sich da auf einmal dann sich aufsetzt. Und du kennst die Frau, die heißt Linda McGregor. Okay. Das ist die Frau von einem Typ, der da halt auch in dem Dorf wohnt und da auf dem Hof mitarbeitet. Ist das eine direkte Verwandte von Angus? Bitte? Ist das eine direkte Verwandte von Angus? Clansmitglieder. Das ist ein Clansmitglied, okay. Also direkt nicht eng verwandt. Also der Clan ist ja relativ groß und irgendwie verwandt, aber über fünf Ecken miteinander verwandt, aber jetzt nicht so seine Cousine direkt oder sowas, sondern schon 10. Grades. Clan, ja, genau, Clansmitglied und. So gut kennst du sie ja auch nicht. Du kennst sie durchaus so vom Sehen oder Festivitäten, aber du hattest jetzt nicht so engen Kontakt bisher mit der. Mhm. Weil du ja doch aufgrund deiner Geschichte eher weniger auf deinem Anwesen warst. Ja, klar. Ja, man kennt dich, du kennst auch die Leute da in dem Dorf so grob, kannst du schon mit Namen weitestgehend, aber du kennst jetzt mich wiederum nicht so sehr gut. Als dass du klar, wenn es große Familienfeiern sind, eine Hochzeit oder sowas, dann sieht man sich natürlich, da kommt der Clan zusammen, aber bisher warst du ja gedanklich nicht Teil des Clans. Für dich. Ist ja erst relativ neu, dass du dich als vollwertiges Clanmitglied siehst. Hm. War zwar immer akzeptiert, aber für dich war das immer so ein leichter Makel, weil du die Geschichte nicht gekannt hast. Ja, ich arbeite weiter an meiner Tür. Genau, du fängst es direkt wieder an zu drehen. Er kriegt auch mit, wie es da wieder ein bisschen rappelt. Man kann es dann halt wieder sehen. Ich lass den anderen nicht aus den Augen. Und da passiert nicht viel im Moment. Und gegenüber von Angus wacht die Linda auf und wie gesagt, so ein Schmerzensschrei und sie regt sich auf einmal auf und guckt so rüber und realisiert so nicht so wirklich, wo sie ist. So ein bisschen wird, also das sieht jetzt halt in erster Linie Angus, wenn er da so an der Tür arbeitet. Und ihr hört so ein bisschen so verwirrte, also sie gibt halt so ein bisschen Geräusche von sich und so Erstaunensausrufe. Und Angus? Angus, seid ihr das da drüben? Ja. Was ist das hier? Ist das, wenn es ein Scherz ist, dann ist das ein schlechter Scherz. Das ist kein Scherz, das ist irgendein abgefucktes Scheiß, aber ich bringe uns hier raus. Angus. Ja. Hast du eine schnellere Möglichkeit? Das ist bisher die einzige Möglichkeit. Du trägst verdammt nochmal einen Kilt! Mein Ohren. Entschuldigung. Angus. Aber Barbara wird mir wirklich zu laut. Angus, wo sind wir hier? Sie haben nicht zufällig eine Haarnadel dabei? Haarnadel? Hä? Ja, eine Haarnadel fürs Schloss. Wieso sollte ich eine Haarnadel dabei haben? Pure Angus, Verzweiflung. Angus, was ist hier los? Linda, pass auf. Ich guck, dass wir hier rauskommen und wenn wir dann wieder zu Hause sind, dann erkläre ich dir alles, okay? Wo sind wir hier? Im Loch. Was für ein Loch? Nicht Ness. Entschuldigung. Wir sitzen im Kerker. Wir sitzen im Kerker und wir kommen nicht raus. Sie steht auf, hat so einen leichten Schwindelanfall. Setzt sich wieder hin. Ihr kriegt halt so schwarzes Laut halt ein bisschen mit. Angus, was soll das? Nicht meine Idee. Ich guck, dass wir hier rauskommen. Ich werfe einen schiefen Blick zu seiner Zelle rüber. Nicht seine Idee. Ich sag nichts, ich gucke ihn nur an. Ich kann mich nur erinnern, dass ich aufgewacht bin und dann ein großes Tier da war. Wolf? Wolf war es zu groß, aber Angus.
Ja. Ich sage es nochmal. Du trägst einen Kilt. Du hattest vorhin eine Waffe bei dir. Wo hast du die dran befestigt? Ich gucke rüber zu Barbara. Das wird es nicht schneller machen. Gürtelschnalle. Rebecca, Fächer, du es ihm. Ich habe keine Lust mehr. Gürtelschnalle, vielleicht kann man da draußen Dietrich bauen. Er macht eine der Gürtelschnallen vom Kilt weg und versucht damit im Schloss rumzustochern. Mit der Spitze dann quasi. Ich weiß genau. Ich weiß ja nicht, wie so eine Gürtelschnalle aussieht. Was ist für eine Gürtelschnalle? Es gibt unterschiedliche Gürtelschnallen. Es gibt die Gürtelschnallen, wo so sind, wo quasi so eine Strebe ist. Und dann gibt es ja die Gürtelschnallen, wo so zum Einhaken sind. Jetzt ist die Frage, was du für eine Gürtelschnalle hast. Traditionelle wahrscheinlich. Beru, bevor ich jetzt weiter Ding mache, hier, Bild. Gürtelschnalle. Ja, das muss ich doch jetzt genau wissen. Weil es gibt Gürtelschnallen, mit denen könnte man vielleicht... Ja, danke. Gürtelschnalle. Hast du da eine? Moment, könntest du die, man sollte die ja vielleicht mal freigeben, dass sie vielleicht auch die Zuschauer sehen. Ja, stinknormale Gürtelschnalle. Also so eine, ja, du wirst schon eine schmuckvollere haben. Am Kilt? Ja, nein. Aber die Version halt so eine Ausführung. Der treibt mich in den Wahnsinn heute. So, jetzt richte ich meine Uhr auf das Schloss und verdampfe es. Ich bin immer noch dafür. Wir werden jetzt alle wach. Das war ein Albtraum und wir frühstücken jetzt. Nein. Wir bauen einen Mega-Agrar-Mac, der uns einfach mal die Türen aushängt. Ja. Wir wecken den Werwolf. Nein! Da aber unser Meister gerade geflogen ist, gebe ich das Bild mal frei. Wenn er jemals wieder zurückfindet. Ja. Und zwar hat unser lieber Cartman uns dieses Bild geschickt. Sie wird etwas schmuckvoller sein, aber es geht um das hier. Da. Er meinte gerade eben nicht. Ach, ja, aber das war jetzt nicht so schlau, einfach die Maske zu schließen mit dem geöffneten. Nein. Macht nichts, ich habe das Bild gezeigt gerade. Ja gut, also wir können ja eine relativ normale Gürtelschnalle nehmen. Richtig. Ja. Poppe jetzt dieses Schloss auf. Damit versuche ich jetzt das Schloss aufzupopeln. Ja, dann würfel doch mal. Geist und Technik, aber Bonus kriegst du keinen, weil es ist kein Schluss. Gut, ich gebe nochmal einen Schicksalspunkt aus, damit ich nochmal 2 extra kriege. So. Wirklich, ich hab euch lieb. Reichen 3? Also du merkst, dass da ein bisschen was geht, aber es macht keinen Klick. Ich könnte... Du musst ja um das Ding herumzugreifen und das ist alles andere als ideal. Ja. Das ist also schon sehr schwer. Mit einfach nur so einem normalen Gürtelsteg, also ohne dass das gebogen ist. Du kannst es ja mal in real probieren. Ich glaube nicht, dass du das mit einem normalen Schloss schaffst. Ich habe leider kein Schloss von 1700 noch was da zu Hause. Ja, aber selbst mit einer normalen Wohnzimmertür muss das kaum hinkriegen. Das ist was anderes. Nein, das Problem an der Sache ist, diese Schlösser von 1700 schießen mich dort in Kastenschlösser. Der rudimentärsten Variante wahrscheinlich mit so einem Schlüsselloch. Da ist mit einem kleinen Ding halt echt nicht viel zu machen, aber es wäre fast wirklich besser, das Schloss einfach rauszuschlagen, aber dann kommen die halt da runter. Na gut, er hat ja kein Herr weiterhin noch mit seiner Methode da arbeiten. Das dauert aber zu lange. Kannst du das nicht so machen, dass du das an der äußersten Strebe und der Strebe daneben aufmachst, sodass du quasi den Riegel aus dem Schloss heben? Genau. Dann müsste ich dann mal komplett von vorne anfangen. Aber ja, von mir aus. Nein, das ist eine Idee, die mir gerade gekommen ist. Machen musst du es nicht. Aber du könntest es. Macht aber Sinn. Das macht Sinn, ja. Ja.
Ich verweise ungern auf die Zeit. Ja, ich habe das schon im Hinterkopf. Nein, ich meine gerade, das ist gerade tatsächlich in-game so ein, ich weiß nicht, wann die Sonne aufgeht. Ich arbeite dran, im Gegensatz zu anderen Menschen in diesem Raum. Angus, was sollen wir denn bitte machen? Du bist der Stärkste von uns. Angus, wird jetzt zu dumm, er nimmt jetzt diesen... Angus, was ist hier los? Wo sind wir und weshalb? Erkläre ich dir später. Erst wollen wir hier rauskommen, okay? Und Angus wird jetzt zu dumm, er nimmt sich diesen Balken und fängt an, gegen dieses scheiß Schloss zu knoppen. Angus, lass den Scheiß... Zieh das Schloss mit deiner Methode raus. Die kommen doch nur hier runter und wollen wissen, was los ist. Komm. Barbara, lass ihn machen. Angus, sei so gut. Deine Methode funktioniert. Du wirst ja wahrscheinlich auch vorne am Gitter stehen und Ich guck mal, hängt irgendwo ein Schlüssel? Nein. Keinen, den du sehen könntest. Und auch kein Hund mit einem Schlüsselbund. Also wenn dann hockt, der hängt der eher tendenziell außerhalb. Oder hat jemand außerhalb. Ob der da einfach nur so hängt, ist doch die andere Frage. Angus, also dreht das Schlossregel wieder raus. Jamie hatte einen, also. Ja, der Saftzeug hilft ja nicht. Ja. Gut, dann setze ich doch nochmal mit meiner Methode an. Mein Charakter sitzt aufs Bett und schweigt. Und beachtet den Typ gegenüber in einer anderen Zelle. Ja, der gerade im Moment ein bisschen unruhig zu schlafen scheint. Und auch ein bisschen Geräusche von sich gibt. Und haben die mir meine Taschenlampe abgenommen? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Also es wird eigentlich alles abgenommen sein, außer den Schmucksachen. Also habe ich noch mein Kreuz. Jo. Verdammte Hacke. Ja, Angus arbeitet. Ja. Na gut, also das wird eine Zeit lang dauern. Also die Klifterstäbe sind halt sehr, sehr massiv. Er muss ja nur so weit kurbeln, dass der Riegel aus dem Schloss rausgezogen ist. Und dann kann er die Tür öffnen. Richtig. Und das ist nicht viel. Das ist allerhöchstens so viel Material, was er da wegbiegen muss. Die Methode ist relativ effizient. Also das Problem ist halt, die Gitterstäbe dort sind relativ eng beieinander. Da ein Dings durchzukriegen, seine Klamotten durchzuziehen, wird wahrscheinlich eher schwierig sein, weil die relativ nahtlos oder fast nahtlos schließen. Das ist vielleicht 2 mm oder 3 mm Spalt. Nein, stopp. Hier ist ein Gitterstab und hier ist ein Gitterstab. Hier ist das Schloss und hier geht's in die Wand. Er muss das hier so wegziehen. Das heißt, er geht um diesen Gitterstab und diesen rüber und zieht es so zueinander. Dann zieht er es aus dem Schloss raus. Ja, aber ich ziehe das Schloss praktisch vom Türrahmen weg. Schon klar, aber du musst dir ja vorstellen, dass er trotzdem am der erste Gitterstab, ja, ziemlich am Schloss oder an der Wand dran ist. Da was durchzuziehen wird schwierig sein. Das passt schon eher zwischen normalen Gitterstäben, aber jetzt auch an der Wand, wo das relativ nahtlos schließt, da Klamotten durchzuziehen, halte ich für eher schwer. Ein dünnes Seil vielleicht, ja, ein ganz dünnes, aber... Ja, ich würde gerne mal irgendwie einen Geistwurf machen, ob ich irgendwie eine Idee bekomme, die klappen könnte. Darf ich das auch tun? Ja, könnt ihr mal einen Geist würfeln, aber... Ja, ich schließe mich dem an. Vielleicht bringst du da mal eine Idee. Charlie, fühl dich mal angestupst. Ja, ich hab's schon gesehen. Darf ich Wissen dazu machen? Entschuldigung. Also 2 Fünfer und eine... Nee, 3 Fünfer und eine 6. 2, 3, 4. Nein, der Reverend betet weiter. Wenn wir nur auf Geist würfeln sollten, dann habe ich 2 Sechser und eine 5. Das Problem ist... ihr wisst, dass es so mit herkömmlichen Mitteln, ihr habt nichts da, mit dem ihr großartig, ihr bräuchtet einen Schlüssel, irgendwas Schmales, wenn ihr jetzt ein Brecheisen hättet. Ich bin doch sowas von dumm. Ich nutze das Stück Balken als Hebel, um die Gitterstäbe auseinanderzubrechen. Das Problem ist da, Balken ist, um quasi da zwischendrin
sage ich mal, an der Tür selber wirst du es nicht, am Schloss wirst du es selber Zwischen den nicht großartig Gitterstäben machen meine können, ich. aber jetzt, sage ich mal, bei den Gitterstäben könnte das vielleicht ein bisschen helfen. Du könntest das so nutzen, dass du den Balken so legst, dass du den äußersten Gitterstab ein bisschen nach außen drücken kannst, dass du da den Stoff durchkriegst und dann kannst du es ziehen. Wenn du es auch noch, wenn du es richtig gut machst, kriegst du den Stab dann auch noch in die richtige Richtung gedrückt, sodass da schon Vorarbeit geleistet ist, sodass du nicht mehr so viel drehen brauchst. Weißt du, was ich meine? Ich weiß das Konzept, aber. Bieg einfach die scheiß Gitterstäbe auf, ich weiß doch, ist das hin. Ja, ich guck, dass ich die Gitterstäbe irgendwie aufbiege, dass zumindest ich mal rauskomme. Ja, dann beschreib doch mal, wie du das jetzt machen willst. Was du, wie du jetzt den Balken wo ansetzt und was so, wenn welchen Stab du in welche Richtung drehen wird, bringen willst. Ich setze jetzt an den Stäben an, die ich zuallererst gebogen habe. Ja, Und also ich möchte habe bei dir den, irgendwo. ja, und möchte praktisch den Balken am besten unten ansetzen, da wo das praktisch verbunden ist mit den anderen Stäben, mit dem Ja. Rahmen, und praktisch das so aufdrücken, dass eventuell praktisch der Eisenbarren, es ist ja bloß Eisen, Eisen ist recht spröde, einfach rausbricht. Ja, unten ist irgendwie ist es jetzt zwar verbunden, aber. Und ein längerer Stab ist einfacher zu biegen. Natürlich, dann würfel doch mal auf Körper. Kriegst einen Bonus von 2. Körper und Bonus von 2 und ich rolle. Und ich habe 3 Erfolge. Du wuchtest so eine Weile hin und her und unten kracht tatsächlich einer der Eisenstäbe dann nach einer Weile Hebelwirkung dann raus. Macht auch einen relativ lauten Kracher dann an der Stelle. Und dann warte ich Und erst mal eine Minute. passiert nicht viel. Aber gegenüber von Barbara in der Zelle tut sich was. Also, Da wird einer wach. Bin hellauf begeistert. die Person gegenüber wirft sich im Bett hin und fängt einfach mal unruhiger an zu schlafen, wirft sich auf seinem Bett oder was, aber das Bett denn kann überhaupt hin und her. Und davor war nur so ein ab und zu mal so ein leises Gebrabbel zu hören, wo du aber jetzt nichts verstehen konntest, keine Sprache oder sowas. Was du jetzt, oder was jetzt alle hört, ist relativ laut, sind Geräusche mit einer sehr dunklen, kratzigen, kehligen Stimme Aus der Zelle. in einer Sprache, die ihr so noch nicht gehört habt. Aus der Also, Zelle. aus der Zelle, ja. Warum sollte es leicht sein? Wenn jetzt schon wieder Wüstenzombies auf mich losrennen, kriege ich einen Schreikrampf. Nein, Moorleichen. So viel besser, Angus. Und was sie aus der, also was Barbara halt sehen kann, tatsächlich, Rebecca vielleicht auch ein klein wenig, ist, ja, also dass das sich halt so ein bisschen hin und her wirft. Und dann auf einmal, also diese dunkle, tief dunkle Stimme kommt und die einzigen Wörter, die du zwischendurch oder die ihr vielleicht verstehen könnt oder vielleicht noch so halbwegs raus identifizieren, ist. Das habe ich nicht mal OT verstanden. Okay, Auch nicht. ich probiere es nochmal. Ach du Ratte, du Elendige. Ja. Und noch ein weiteres Wort. Gesundheit. Wir verstehen es immer noch nicht. Wenn du Okay, klar also, redest. Kriegen wir ja, es den das Klarschild, eine bitte? Wort ist Baal, Ja. Zaful. Ja, das soll man raushören jetzt. Und ja, es ist schwierig, ja. Und ich hab's schon Mach es mitgekriegt. einfach in normaler Stimme. Sag es bitte normal. Was ihr noch Genau. hört, ist ein Aufschrei mit Bintamit. Ach, Oh der no! Willst du mich Türkenbeschwörer! verarschen?
Ohne Scheiß. Aber es ist, also ihr würdet jetzt eher sagen, dass es so ein Schrei ist, Bintamit. Also nicht unbedingt jetzt Bintamit, sondern es ist eher so ein so ein wütender Ausruf ist es. In der Zeit lebt er ja noch. Also es ist eher so ein Grollen. Ja, das ist jetzt, wie soll ich sagen, es gibt einen Ausruf mit, man kann sowas ja auch hasserfüllt brüllen. Mhm. Ja, schon. Ja, also das Erkennen und schwierig zu deuten jetzt für euch. Also hey, halt Jungs, mach dir keine Gedanken, Bintamit ist tot, zumindest da, wo wir herkommen. Und das ist das, was ihr hört und er setzt sich auf und ich lasse mal Barbara auf Seele und Intuition würfeln. Mal gucken. Ich wünsche mir gerade das, was ich eben zwei Leuten geschrieben habe. Nein, das wird nicht. Doch, gerade will ich. Komm, ihr habt heute nur Glück gebracht. Und du darfst noch Geist und Okkultismus würfeln. Darf ich danach auch noch? Okay. Erstmal habe ich bei Seele und was hast du gesagt? Intuition? Ja. Na gut, ist eigentlich bei der Reihe komplett dasselbe. Habe ich 3 Fünfer? Was war das? Geist und? Du hattest den Eindruck, dass seine Augen kurz rot aufgeglüht haben. Nein. Ach, du kennst es ja auch. Und das andere war, was hast du gesagt? Geist und Okkultismus. Okkultismus, oh Gott. Als du diese Worte hörst. Ganz ehrlich, Bero, wir haben noch nicht genug Scheiß am Hals. 4, 5, 6. Du würdest behaupten, dass das eine sehr alte Sprache ist, mit der entweder Dämonen sprechen oder Dämonen vielleicht angerufen werden. Und an der Stelle machen wir für heute den Cut. Ich wollte gerade noch was Dringendes machen. Ich wollte auch Geist und Okkultismus machen, ob ich das auch mitbekomme. Was ja, bitte, ist. Weil dann kann ich nämlich direkt anfangen, dagegen zu beten in Latein. Ich würde was auch genau ziemlich fruchtet. Ja, ist auch nicht schlecht. Immer 4 Würfel. Mal gucken, komm, einmal gescheit heute. Ja. Ja! Gut. Na? Kriege ich das mit, was der von sich gibt und was das darstellen soll? Also verstehen tue ich es nicht. Dafür ist die Sprache zu fremd. Ja, aber das ist eine Anrufungssprache, dass ist, habe ich geschaltet. Dass es eine dunkle Sprache sein könnte. Ich sag mal so, du hast jetzt nicht so die okkulten Ritualkenntnisse, wie sie Barbara hat. Du weißt, dass sich das, was du dir stellen sich auf jeden Fall die Nackenhaare auf. Darum hagelt es jetzt ja auch auch jetzt lateinische Schutzgebete aus meiner Zelle raus, die uns von allem Bösen abschirmen sollen. Ja, und als der sich aufsetzt, wie gesagt, das war noch so, während er gelegen hatte, also es sieht halt Barbara, Rebecca sieht es vielleicht auch noch so halb, als der sich aufsetzt, hört es aber auch auf. Also er scheint im Schlaf gesprochen zu haben und er wacht dann halt durch den Knall dieses, ich habe jetzt die Eisenstange durchbrochen, schreckt er hoch und setzt sich auf. In dem Moment blickt er kurz rüber in Richtung Barbara. Du siehst kurz einen Moment dieses rote Glühen und ist auch nur einen kurzen Moment und ist dann weg. Was du dann halt siehst, sind seine dunklen Augen. Da machen wir einen Cut. Gut, ich bin ja immer noch für das Frühstück. Ja, ist eine gute Idee. Antrag unterstützt. Ich auch. Ach, das kommt vielleicht beim nächsten Mal so eine irgendwie. Engels, du hast uns da reingeritten. Du musstest diesem verdammten Werwolf hier hinterherlaufen. Ich musste meine Leute verteidigen. Schuldzuweisungen bringen nichts, also. Die sind auch nicht halb so ernst gemeint, wie sie vielleicht klingen mögen. Ich weiß. Bero, wollen wir sagen, bis zum nächsten Mal?
Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir machen demnächst einen Termin aus. Irgendwann mal im Mai, hoffe ich doch, noch vor der Messe. Ja, das klappt, könnte irgendwie was eng werden, aber ach, ist okay, wahrscheinlich. Bei euch ist nicht so gut, oder wie? Im Mai ist die RPC. Ich glaube, da haben ja alle zu planen. Vielleicht kriegen wir es ja davor nochmal hin. Wir aber schauen mal. Genau, ich würde sagen, das können wir ja OT noch kurz ein bisschen besprechen. Und genau. Demnach, wir sagen gute Nacht. Eine gute Nacht. Genau, habt eine schöne Restwoche und landet nicht in irgendwelchen Kerkern. Gehabt mit irgendwelchen Leuten, die Dämonen beschwören können. Tschüss. Tschüss. Tschüss, gute Nacht. Ich hasse mein Leben.